3:0. Das Ende des ersten Drittels. Die Mannschaften gehen in die Pause. Das Spiel ist so unfair. Ihr seid zu sechst und wir nur zu zweit. Geht ruhig und holt eure Klassenkameraden. Ich werde trotzdem gewinnen. Bist du dir da sicher? Aha. Gut, Thomas. Du wolltest es so. Junge Fixies lernen alles genauso wie normale Kinder auch. Aber Fixie-Schulen sind ganz anders als Schulen für Menschen. Zunächst sind nicht mehr als 10 Schüler in einem Klassenraum. In Simkas Klasse zum Beispiel sind es 6. Und die Kinder lernen nicht nur an einem Ort. Die Stunde könnte in einem Kühlschrank stattfinden oder am nächsten Tag in einem Computer und am folgenden Tag in einem Staubsauger. Das ist der beste Weg für die Fixies, um etwas Praktisches zu lernen und ihr neues Wissen auszutesten. Das Wichtigste ist aber, dass sie lernen müssen, als Team zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig helfen müssen. Stärkere Fixies helfen den Schwächeren und Ältere helfen den Jüngeren. Das ist ein Muss, denn gewisse Geräte sind so groß, dass wenn wir, die kleinen Fixies, nicht als Team zusammenarbeiten würden, wir es einfach nicht schaffen können. Und nun zum Beginn des zweiten Drittels kommt unser volles Team aufs Eis. Hä? Ich präsentiere die Maschine unserer Klasse, Feuer. Mein Motor brummt. Und nun das Gehirn der Klasse, Ziffer. Also, wie viel steht's? Und hier die Seele unserer Klasse, Spule. Ich bin der Torwart, okay? Und hier ist sie, das Gesicht unserer Klasse, Werda. Oh ja, und so ein süßes. Willst du aufgeben, Tom Thomas? Ich hab keine Angst vor euch. Nullig, pass! Kies. Ich kalkuliere den richtigen Winkel. Oh. Ups. Herpassen, schnell! Schlaf nicht! Wenn du mich so anschreist, dann spiele ich gar nicht erst mit. Wow, ein echt tolles Team habt ihr da. Ah. 6:0. Ein überlegener Sieg. Und jetzt die Pause vor dem letzten Drittel. Wir machen irgendetwas falsch. Und ich kann euch sagen, was. So wie Selbstvertrauen? Kalkulationen. Eleganz. Geschwindigkeit. Was uns hier fehlt, ist Teamgeist. Simke, du hast recht. Einer für alle und alle für ein. Passt auf, wir machen das so. Ja. Ein Angriffsschuss und schnell zurück. Ein Wechsel steht bevor. Der neue Spieler hat mehr Glück. Der schießt den Puck ins Tor. Wie konnte mir das bloß passieren? Weil du ganz alleine spielst, aber wir sind ein Team. Team! Hockey ist toll! Hockey, Hockey! Der Hebel. Thank you.
Du bist so stark. Die Hantel ist so leicht, dass ich sie mit meinem Finger heben kann. Na toll. Aber kannst du auch deinen Nachtschrank hochheben? Ich weiß nicht. Hab's nie probiert. Dann versuch's mal. Keine Chance. Dabei bist du so viel größer als dieser Nachtschrank. Aber guck, ich kann diesen großen Bleistift hochheben. Und dabei bin ich so viel kleiner als dieser Bleistift. Also, wer ist jetzt stärker, du oder ich? Ich bin's jedenfalls nicht. Die Fixies mögen ja sehr klein sein. In Wahrheit sind sie doch viel stärker als Menschen. Doch, es stimmt. Was, ihr glaubt mir nicht? Gut, wer ist stärker, ein Elefant oder eine Ameise? Glaubt ihr, es ist der Elefant? Na sicher, er ist ja viel größer. Wusstet ihr aber, dass nur eine Ameise 50 Ameisen ihres eigenen Gewichtes heben könnte? Und ein Elefant? Der kann nicht mal einen heben. Hierdurch zeigt sich also, dass eine Ameise viel stärker ist als ein Elefant. Das gleiche gilt für Fixies. Sie sind extrem stark für ihre Größe. Fixies können Dinge heben, die 100 Mal schwerer sind als sie selbst. Außerdem können sie 50 Mal so hoch springen wie ihre eigene Größe. Wenn Menschen so stark wie Fixies wären, dann könnten sie ganz alleine Autos hochheben. Ja, Tom Thomas, höchste Zeit fürs Krafttraining. Aber wie? Mit Handeltraining. Oder wenn du magst, nimm meine Langhantel. Nein, danke. Ich nehme die Hantel meines Vaters. Die sind in seinem Büro, glaube ich. Oh, da ist eine. Und wo ist die andere? Ha, da bist du ja. Ich krieg dich da raus. Komm schon, ich helfe dir. Sie steckt fest. Also gut, aus dem Weg. Ich hol sie gleich raus. Boah, klebt die am Boden oder was? Hey, was soll denn all der Lärm? Hallo, Simka. Wir kriegen die Hantel da einfach nicht raus. Na klar könnt ihr das nicht. Die Couch liegt ja oben drauf. Ach, deswegen geht's nicht. Ich dachte schon, ich hätte meine Kraft verloren. Gut, das bedeutet, dass wir die Couch hochheben müssen. Nie im Leben. Die ist viel zu schwer. Das schaffen wir. Tom Thomas, bring doch mal deinen Hockeyschläger her. Mhm. Mit einem Hockeyschläger kann man doch keine Couch hochheben. Das wirst du gleich sehen. Bitte. Hier ist er. Wie soll das gehen? Wir verwenden ihn als Hebel. Als Hebel? Aber klar. Ein Hebel funktioniert wie eine Wippe mit einem Brett, das auf einem Teil liegt, welcher ein Hebelpunkt ist. Bei einem Hebel ist jedoch eine Seite länger als die andere. Und das ist das Geheimnis seiner Stärke. Mit Hilfe eines Hebels kann man jedes Gewicht heben. Man muss nur den kurzen Arm des Hebels unter die Last stecken und den langen Arm runterdrücken. Und je länger dieser Arm ist, desto mehr Gewicht kann man heben. Und so kann ein Hebel Menschen stärker machen. Also, gibt's hier eine Hebelvorrichtung? Vielleicht diese Hantel. Ginge die als Hebelvorrichtung? Super Idee. Jetzt denkst du in die richtige Richtung. Bist du bereit? Auf geht's! Lehn dich drauf, Tom Thomas. Yippie, es funktioniert. Ich bin so stark, seht ihr? Passt mal auf, wie ich Papas Hantel stemme. Guck. Ich schaff das. Haha, ich hab's dir gleich gesagt. Du hättest dir gleich meine Hantel nehmen sollen. Aber ich hab doch eben die Couch gehoben. Das war's nicht, du. Das war der Hebel. Hast du noch nie das Sprichwort gehört, Wissen ist Macht? Doch, hab ich. Obwohl, ein bisschen mehr Körperkraft würde dir auch gut tun. Also nimm deinen Hebel, geh raus und spiel Hockey. Du weißt ja, dass Hockeyspieler sehr stark sind. Reflexe. Pass mal auf. Wie viele Finger halte ich jetzt hoch? Drei. Erinnerst du dich? Wow, wow, wow.
Alles, was du tun musst, ist dreimal bellen. Dieser Trick ist für Kaubacke zu schwer. Vielleicht kann sie durch einen Reifen springen. Hab's schon probiert. Sie will nicht springen. Komm schon, Kaubacke. Probier's nochmal. Zeig ihr mal den Zucker. Kaubacke! Alle, hopp! Komm schon, spring! Tschüss, Tom Thomas, wir müssen jetzt in die Schule. Bis später, dann, du Tierbändiger. Echt toll, Kaubacke. Unser Unterricht für heute behandelt das Thema Reflexe. Ich schreib's mal auf. R? Worum geht's? Du kommst wieder spät. Ah, Kollege, haben Sie zufällig meine Brille gesehen? Ja, natürlich, auf Ihrer Stirn. Oh, was sagt man dazu? Entschuldigen Sie die Störung. Lasst uns weitermachen. Nun, tja. Vielen Dank. Ihr habt euch in Schrauben verwandelt. Sagt mal, warum macht ihr das? Weil wir uns natürlich vor den Menschen verstecken müssen. Aber ihr müsst euch doch nicht vor Professor Eugenius verstecken. Aber wir wussten doch nicht, dass er es war. Ganz recht. Ihr habt euch verwandelt, ehe ihr Zeit zum Nachdenken hattet. Und so etwas nennt man einen Reflex. Um es mit einfachen Worten zu erklären. Ein Reflex ist, wenn unser Körper automatisch auf etwas reagiert, ohne dass man darüber überhaupt nachdenken muss. Wenn wir etwas sehr Heißes berühren, dann ziehen wir unsere Hand automatisch zurück. Wenn wir einmal hinfallen, bewegen wir unsere Arme und Beine, um unser Gleichgewicht zu halten. Hä, stellt euch nur vor, wir würden anfangen, darüber nachzudenken, wie und in welche Richtung wir sie bewegen müssen. Man kann also sagen, dass unsere Reflexe uns beschützen. Stimmt echt! Sie schützen uns! Oh, meine Nase juckt! Entschuldigt, das wollte ich nicht. Professor, ist Niesen auch ein Reflex? Das ist es ganz bestimmt. Feuer wollte zwar nicht, dann hat seine Nase aber gejuckt und Hapchi! Und Gesundheit! Danke! Und haben Hunde auch Reflexe? Klar haben sie Reflexe, so wie alle Tiere. Ja, das ist etwas, das alle guten Tiertrainer wissen. Sie nutzen die Reflexe der Tiere, um ihnen Tricks beizubringen. Menschen bringen ihren Haustieren viele Befehle bei, wie den Ball zu holen, zu zählen oder sogar das Tanzen. Um ein Haustier zu dressieren, muss man genau wissen, wie. Ein guter Trainer hat immer genügend Belohnungen dabei. Sobald ein Tier einen Befehl richtig ausführt, wie das Stehen auf seinen Hinterbeinen oder das Springen über eine Hürde, erhält das Tier eine Belohnung und der Trainer gibt ein spezielles Signal wie Fingerschnippen oder das Tuten in eine Pfeife. Nachdem dieses Training wieder und wieder durchgeführt wurde, entwickelt das Tier einen Reflex. Sobald das Tier das Signal erhält, führt es den Befehl aus und wird belohnt. Das Wichtigste bei der Tierdressur ist aber, das Tier zu lieben und ihm nie weh zu tun. Sonst hilft auch keine Belohnung. Schule gelernt, wie man Kaubacke trainieren kann. Wie? Mit Hilfe von Reflexen. Mit was? Wo ist Kaubacke? Ruf sie! Kaubacke, komm her! Stell ihr eine einfache Rechenaufgabe. 1 + 2. Wie viel ist das jetzt? 3! Du hast es! Nein, es ist kein Wunder. Das nennt man Wissenschaft. Du weißt ja, wie Kaubacke bellt, wann immer sie einen Fixie erblickt. Das nennt man nämlich Reflex, weißt du? Ich verstehe. Und wisst ihr auch, wie ich ihr das Springen beibringe? Das wissen wir leider noch nicht. Warte mal, ich weiß wie. Fixies jagen. Ist das nicht einer von Kaubackes Reflexen? Wahrscheinlich, obwohl... Echt super, also lasst uns den Hund trainieren. Was tut man nicht alles für seine Freunde? Kaubacke! Ganz schön harte Arbeit, Hundetrainer sein. Der Kompass.
verbauter Mann. Simka, Nolik, was macht ihr denn hier? Wir sind nicht Simka und Nolik. Wir sind furchteinflößende Piraten. Ja, Piraten. Und heute hissen wir die Segel. Bist du dabei? Ja, bin an Bord. Hurra! Du meinst, nein, kein Hurra? Ach, ja. Erst musst du einen Test bestehen. Geh und finde etwas Besonderes. Etwas, das ein Matrose nie vergessen darf. Niemals. Kann ich machen, aber wie? Mit einer Karte. Und die ist da. Ich habe noch niemals so eine Mini-Karte gesehen. Was soll das heißen, Mini? An der haben wir eine halbe Stunde gesessen. Von da, wo du gerade stehst. Aha, von hier meint ihr. Er hat richtig geraten. Gehe erst in Richtung Norden, bis du dann schließlich... Wartet mal, aber wo ist denn Norden? Natürlich an den Ort, wo es den Nordpol, Eis und Polarbären gibt. Aber wie weiß ich denn, in welche Richtung ich gehen muss? Mit einem Kompass natürlich. Ein Kompass ist ein besonderes Gerät, mit dessen Hilfe Matrosen und Piloten wissen, in welche Richtung sie steuern. Egal ob in der Luft oder auf See. Unser Planet ist wie ein großer Magnet, der zwei Pole hat. Den Nordpol und den Südpol. Diese magnetischen Pole helfen der Nadel im Kompass ihren Weg zu finden. Die Nadel ist magnetisiert. Deshalb zieht es eines ihrer Enden zum magnetischen Nordpol, während das andere Nadelende immer in Richtung Südpol zeigt. Das weiß ich. Hier gibt es aber keinen Kompass. Dann basteln wir einen. Und zwar selbst. Woraus denn? Wir nehmen eine Nadel. Sie muss nur magnetisiert werden. Und wie soll sie sich dann drehen? In einer Untertasse mit Wasser. Jetzt zeigt ein Ende in Richtung Norden und das andere Richtung Süden. Welches zeigt denn wohin? Obwohl, hier ist das Fenster. Das kann's also nicht sein. Dann ist hier Norden. Gefällt mir wirklich gut, unser kleiner Sprotte hier. Du nennst mich kleiner Sprotte? Na, das ist bloß Piratensprache. Also gut dann. Auf nach Norden. Geh erst nach Norden, bis du siehst. Ein schlafendes Monster. Come on, ahoi! Am Horizont. Er soll das alleine schaffen. Geh jetzt nach links und laufe 300 Schritte weiter. 300? 300. Ich habe sie selbst gezählt. Aha. Okay. Das heißt, ich gehe 1, 2, 3. Jetzt geradeaus, bis du direkt zum riesigen Baum kommst. Das nennt ihr einen Baum? Wow, fantastisch! Ich glaub's nicht. Es ist ein echter Schiffskompass. Manche nennen ihn auch Marinekompass. Der erste Kompass wurde vor mehr als 1000 Jahren im alten China erfunden. Mit seiner Hilfe konnten die Chinesen die Wüste durchqueren. Und etwa 200 Jahre später tauchte der Kompass in Europa auf. Ob die Europäer selbst auf die Idee für den Kompass kamen oder sie von den Chinesen übernommen haben, ist nicht klar. Eins ist jedoch sicher. Wir Fixies erinnern uns daran, wie die frühen Kompasse gebaut wurden. Die ersten Kompasse waren magnetisierte Nadeln, die sich auf einem Schwebekörper in einer Wasserschüssel befanden. Später wurde die Nadel auf die Spitze eines Stiftes gesetzt, wodurch sie sich frei bewegen konnte. Dies ähnelte schon den heutigen Kompassen. Weil die Nadel eines Kompasses immer nach Norden zeigt, kann ein Seefahrer leicht herausfinden, in welche Richtung er sein Schiff wenden muss. Will er nach Norden segeln, dann folgt er der Nadel gen Norden. Will er nach Süden, dann steuert er in die entgegengesetzte Richtung. Dein Vater hat ihn gestern spät am Abend mit nach Hause gebracht. Du hast geschlafen. Wartet mal. Ich bin gleich wieder da. Was gibt's? Ja, sie liegen auf einer Linie. Natürlich tun sie das. Wie sonst wärst du wohl hierher gekommen? Wir sind fertig mit der Nadel. Ich bring sie zurück. Ja, genau. Schön sicher verpacken.
aber stech dich nicht. Der Abfluss. Hey, Nolik, komm, hilf mir. Der Lüfter im Computer muss abgestaubt werden. Geht grad nicht. Tom Thomas und ich malen eine Karte zum Hochzeitstag seiner Eltern. Ach je, du Arme. Du arbeitest ja so schwer. Hi, Simka. Super, dass du da bist. Ich habe eine Frage. Hi. 12. Hochzeitstag. Wird das mit einem W oder mit einem V geschrieben? Weißt du was? Schreib erst die Nummer 12 hin, dann den Bindestrich und dann ein 10. Oh, claro. Ich hole erstmal frisches Wasser. Bin gleich zurück. Oh, Mama hat ihren Ring liegen lassen. Wow. Oh, nein. Ups. Nein. Ups. Oh nein, was habe ich bloß getan? Ich habe Papa und Mamas besonderen Tag ruiniert. Wo? Im Badezimmer? Der Ring meiner Mama lag da und er ist mir ins Waschbecken gefallen. Und jetzt ist er weggespült. Oh, der Tag ist hin. Er ist überhaupt nicht weggespült. Weißt du denn gar nichts über Geruchsverschlüsse? Über was? Der Geruchsverschluss ist ein Rohr unter dem Waschbecken. Wasser fließt aus dem Wasserhahn nach unten in den Geruchsverschluss. Anschließend fließt es hinunter in die Kanalisation. Wenn du das Wasser aber abdrehst, wird nicht alles davon weggespült. Ein Teil davon bleibt unten im Geruchsverschluss. Er wird so gebaut, damit der Geruch aus der Kanalisation nicht zurück ins Haus kommt. Ein Ring ist schwerer als Wasser. Wenn er in den Abfluss kullert, wird er nicht weggespült. Er bleibt am Grunde des Geruchsverschlusses liegen. Noch eine Chance haben. Ja, aber wie kriegen wir ihn bloß aus diesem Verschluss? Wer weiß. Ich weiß nicht, wie man schwimmt. Keine Sorge, es ist alles unter Kontrolle. Hast du etwas Faden? Klar, eine Menge. Hol ihn her und ich bin ruckzuck wieder da. So kann ich's nicht reparieren. Nicht ohne meinen Schweißer. Papus, leihst du mir bitte kurz einmal deinen Pakomat aus? Na, das ist ja ein Zufall. Ich brauche ihn jetzt auch. Ja, dann brauche ich deinen Pakomat. Was? Ich bringe ihn gleich wieder. Hey, wo gehst du hin? Pass gut auf dich auf, Liebes. Wie der Name schon andeutet, leben Fixies, um Maschinen und Geräten zu helfen. Maschinen sind jedoch groß und Fixies sind klein. Also kommen sie ohne Werkzeuge nicht aus. Vor langer Zeit arbeiteten sie mit allem, was sie finden konnten. Mit kleinen Federn, Fäden, Nadeln. Aber heute haben sie Rucksäcke, Pakomaten genannt. Ein Pakomat beinhaltet viele Werkzeuge. Betätigt man den Knopf, dreht sich der Pakomat schnell herum und produziert einen Haken, einen Magneten oder einen Fallschirm. Jeder erwachsene Fixie besitzt einen Pakomat und ehe Kinder einen bekommen, müssen sie zur Schule gehen und viel lernen und eine harte Prüfung bestehen, um ein voll ausgebildeter Fixie zu werden. Und nur nach alledem erhalten junge Fixies ihren eigenen Pakomat. Und wie? Du gehst nur mit dem Ding darunter? Nicht nur so. Ja, genau so. Hä? Sie meinte eben, wenn's am Faden ruckt, dann musst du mich hochziehen. Verstanden. Er sagte gerade, verstanden. Sie sagt, ich muss nicht wiederholen, was du gesagt hast. Nolik, danke euch. Ihr habt die Lage wirklich gerettet. Ich hab gesagt, dafür sind Fixies da. Tom Thomas, mit wem sprichst du da? Oh, deine Mutter ist wiedergekommen. Mit niemand? Hey, verwandelt euch wieder in Fixies. Ich muss euch noch was fragen. Hab's vergessen, schreibt man 12. Hochzeitstag mit einem W oder mit einem V?
Schreib nur die Zahlen. Na klar. Die DVD. Kaubacke, nein! Bleib weg von hier! Wo ist sie denn nur hin? Ah, hier ist sie. Huhu, Tom Thomas! Was ist auf dieser CD? Hi, Nolik. Hi, Simka. Es ist ein Trickfilm über Gulliver im Lande Lilliput. Meine Freundin Jenny hat ihn mir ausgeliehen. Ich hab ihn bis morgen. Und worum geht's da? Er handelt von einem Schiffbrüchigen, der in ein Land kommt, wo klitzekleine Menschen wohnen. Fixies meinst du? Nein, nicht doch. Lilliputaner. Lilliputaner? Aha. Weißt du was, Simka? Ich glaube fast, dass ihr Fixies von diesen Lilliputanern abstammt. Niemals. Unser Opa hat uns eine vollkommen andere Geschichte erzählt. Ja. Wenn etwas besonders gut gemacht wird, dann besagt das Sprichwort, dass ein Teil der Seele drin steckt. Früher haben Handwerker Geräte gemacht, die lange hielten. Und in allem, was sie schufen, steckte ein Stück ihrer Seele. Aus diesen kleinen Stücken ihrer Seele wurden kleine Handwerker, die Fixies, die dann in den Geräten wohnten und sie tagtäglich pflegten. Tja, und so sind also die allerersten Fixies entstanden. Heutzutage wird jedoch immer weniger Handarbeit angefertigt und mehr Dinge werden von Maschinen in Fabriken hergestellt. Das bedeutet, dass immer weniger Fixies aus menschlichen Seelen entstehen. Zum Glück können Fixies sich verlieben und eigene Familien gründen, Kinder großziehen und sie gut vorbereiten, sodass sie sich zu fähigen und ehrlichen Meister-Fixie-Reparateuren entwickeln. Du liegst also falsch. Wir sind keine Lilliputaner. Wir sind Fixies. Ja, Fixies. Hör mal, Tom Thomas, bitte zeig uns doch mal den Film. Ja, ja, ich will auch über Lilliputaner lernen. Wirklich, will ich. Klar, ich zeig sie euch. Oh nein, was ist bloß los? Sie ist kaputt gegangen. So kann ich sie auf keinen Fall zurückgeben. Keine Panik, wir untersuchen sie mal. Leg sie doch mal bitte hier hin. Warum ist die CD mit Marmelade beschmiert? Ich habe sie mit meinen Fingern angefasst. Ich meine, wie sonst? Man merkt gleich, dass du nicht weißt, wie eine CD funktioniert. Und du weißt, wie es geht? Ja, weiß ich. Ja? Wenn man sich eine digitale CD mit einem kraftvollen Mikroskop ansieht, sieht man Reihen von kleinen Mulden mit verschiedenen Längen. Diese Mulden sind eigentlich ein Code für Trickfilme, Spiele oder aufgenommene Musik auf der CD. In einem CD-Spieler liest ein Laserstrahl den Code und transferiert ihn dann in Bilder und Töne. Wenn die CD jedoch Kratzer oder Dreck von schmutzigen Fingern abbekommt, kann der Laser sie nicht lesen und somit nicht abspielen. Deswegen müssen CDs immer sauber und in Hüllen aufbewahrt werden. Deswegen sollten CDs nur am Rand festgehalten werden. Und wenn sie fertig angesehen wurden, sollte man sie wieder in die Hüllen tun. Und wie steht's mit dieser hier? Müssen wir sie wegwerfen? Nicht so schnell. Nolik, die müssen wir jetzt gründlich reinigen. Schnell, die Besen! Prüf die CD. Ja, genau. Jetzt hältst du sie richtig. Hurra! Es hat geklappt. Hurra! Jetzt können wir uns den Lilliputaner-Film anschauen. Hey, Gulliver. Wieso sitzt du denn jetzt hier? Du hast den Film doch schon gesehen. Ich weiß. Na und? Wie, na und? Schau dir den Haufen da an. Wohin gehören die CDs?
nah in ihre Hüllen. Der Wecker. Ha, er hat wieder nicht geklingelt. Nolik, komm, wir reparieren den Wecker. Simka, wecke Tom Thomas. Tom Thomas, aufstehen! Tom Thomas! Hey, du kommst zu spät zur Schule. Tom Thomas, steh auf! Es ist wirklich teuer hier. Und wo ist hier wohl die Batterie? Das ist ein alter mechanischer Wecker. Deswegen läuft er nicht mit Batterien. Er wird durch ein Federwerk aufgezogen. Wie funktioniert das? Also die Feder wird einfach fest aufgezogen und windet sich dann langsam wieder zurück. Dadurch drehen sich die Zahnräder, welche dann die Uhrzeiger bewegen. Was? Der Wecker ist kaputt. Schnell, beeil dich. Geh dich waschen. Tom Thomas, stehst du gerade erst auf? Papa, der Wecker hat nicht geklingelt. Er ist kaputt. Das Problem ist, dass sich die Zahnräder nicht drehen, weil die Feder dazwischen klemmt. Nolly, komm, hilf mir. Papus, was ist hier los? Es fühlt sich wie ein Erdbebenmann. Er ist wirklich kaputt. Höchste Zeit, diesen alten Schrott wegzuwerfen. Tom Thomas, ich muss zur Arbeit. Komm nicht zu spät zur Schule. Werde ich nicht. Wo sind wir? Im Abfalleimer. Und was wird mit uns passieren? Tja, weißt du, Nolik. Menschen schmeißen kaputte Sachen weg, ohne großartig darüber nachzudenken. Sogar Geräte, die repariert werden könnten, landen ständig im Abfall. Der Abfall wird dann an einen furchtbaren, tödlichen Ort gebracht. Und zwar zur Müllhalde. Falls sich in einem kaputten Gerät ein Fixie aufhalten sollte, dann wird er einer großen Gefahr ins Auge blicken müssen. Mein Onkel steckte einmal in einem alten Fernseher und wurde auf die Müllhalde geworfen. Er konnte der Planierraupe gerade noch entkommen. Und es war ein Wunder, dass er nicht in der Verbrennungsanlage landete. Daraufhin streifte er auf der riesigen Müllhalde umher und versuchte, Dinge zu reparieren. Er wurde total verrückt. Zum Glück fand ihn die Fixie-Rettungstruppe und brachte ihn wieder nach Hause. Ich möchte dich nicht erschrecken, mein Junge, aber vielleicht landen wir auf der Müllhalde. Papus, ich hab Angst. Wo ist denn der Wecker hin? Vielleicht hat Papa ihn zur Reparatur gebracht. Aber Nolik und Papus sind da drin. Jetzt noch ein kleines Stückchen. Ich will nicht auf die Müllhalde. Keine Tränen. Es gibt nur einen Ausweg. Wir reparieren den Wecker und bringen ihn zum Klingeln. Aber wie? In dem Uhrwerk befindet sich außer der Hauptfeder noch eine zweite Feder. Diese wird durch eine Bremse reguliert und wartet. Wenn der kleine Zeiger den Zeitpunkt erreicht, an dem der Alarm ausgelöst werden soll, dann springt die Feder von der Bremse und die Zahnräder setzen sich in Bewegung. Dadurch schlägt ein kleiner Hammer schnell auf eine Glocke. Und so klingelt ein Wecker. Blockiert diese Feder die Zahnräder und verhindert das Bimmeln durch den Hammer. Ganz genau. Ich werde das Zahnrad hin und her wippen und du ziehst sie. Und eins. Und zwei. Und drei. Tidisch! Simka, ich glaube, ich höre meinen Wecker klingeln. Lauf zum Geräusch! Schnell! Aha, jemand hat den Alarm ausgeschaltet. Oh, und da ist doch wieder dieses Erdbeben. Nolik, Nolik, ich bin hier. Nolik, wir haben den Wecker repariert. Was war denn kaputt gegangen? Eine Feder steckte in den Zahnrädern. Und wie konnte eine Feder überhaupt in den Wecker kommen? Oh, das kam wohl, weil ich den Wecker unter mein Kissen gelegt habe, damit er mich nicht aufweckt. Ha,
Du meinst also, dass wir fast auf der Müllhalde gelandet wären, nur weil jemand morgens nicht gern aufsteht? Übrigens, wenn dieser jemand sich nicht beeilt, dann kommt er zu spät in die Schule. Oh, du hast recht. Die Fernbedienung. Hey, Senka, der Knopf in der Fernbedienung steckt fest. Wie kriegen wir ihn da wieder raus? Schau zu und lerne, Nolik. Hilf mir. Komm schon. Soll ich jetzt loslassen? Ups. Nolik, versteck dich irgendwo. Nolik, sie hat die Fernbedienung geklaut. Nolik, wo versteckst du dich? Nolik! Hallo, Fixies! Hey, wo seid ihr? Hey, Tom Thomas, du kommst gerade richtig. Kaubacke ist mit der Fernbedienung abgehauen. Na und? Ich kann ihn auch so einschalten. Und mein Lieblingstrickfilm fängt gleich an. Vergiss jetzt mal deine Trickfilme, Mann! Nolik ist weg! Ich befürchte, er hat sich in der Fernbedienung versteckt. Und Kaubacke hat sie geschnappt. Oh nein, er steckt in Schwierigkeiten. Tom Thomas, es muss doch was geben, was du tun kannst. Kaubacke? Kaubacke! Komm her! Wo versteckt sich dieser Hund? Ich schau mal in den anderen Zimmern nach. Senka, Tom Thomas, hier bin ich. Könnt ihr mich hören? Ich glaube, ich werde warten. Kaubacke ist nicht da. Wo bist du? Hey, Simka. Ich habe ein Paket geholt. Was kannst du damit ausrichten? Ich werde nach den Infrarotstrahlen der Fernbedienung suchen. Das ist so cool. Aber was ist das? Ich erklär's dir. In fast jeder Fernbedienung befindet sich eine spezielle Glühbirne, die lichtemittierende Diode oder auch LED genannt. Wenn ein Knopf gedrückt wird, dann versendet die LED einen unsichtbaren Strahl. Und im Fernsehgerät befindet sich ein Empfänger für solche Strahlen. Der Fernseher versteht den Befehl der Fernbedienung und führt ihn aus. Zum Beispiel das Wechseln des Kanals oder das Regulieren der Lautstärke. Wenn die Strahlen unsichtbar sind, dann wie ist es dann möglich, sie zu sehen? Im Paket gibt es eine spezielle Brille, die mir helfen kann. Ja, und jetzt? Ruf Nolik. Bring ihn dazu, irgendeine Taste zu betätigen. Nolik, du musst einen der Knöpfe auf der Bedienung drücken. Ein Knopf? Aber wie soll ich das machen? Warte, Moment mal. Kaubacke, Kaubacke, du bist eine Dunstmatte. Ich kann nichts erkennen. Doch, ich sehe was. Da ist er. Er ist da drüben. Kaubacke, komm her. Möchtest du ein Würstchen? Du stellst dich quer, ha? Also gut. Gefunden. Mit dem Strahl der Fernbedienung. Es ist nur schade, dass ich die Strahlen nicht sehen kann. Was meinst du? Das geht doch. Wenn man Infrarotstrahlen sehen will, muss man nur durch eine Digitalkamera gucken. Versucht's mal selbst. Klickt auf die Kamera auf eurem Handy. Jetzt drückt irgendeine Taste auf der Fernbedienung und richtet sie auf die Kamera. Ihr werdet einen grellen Punkt auf dem Bildschirm der Kamera sehen. Das ist die lichtemittierende Diode. Sie strahlt ein spezielles Licht aus, das vom bloßen Auge nicht erkannt werden kann. Man könnte die Fernbedienung natürlich auch auf einen Spiegel richten. Dann kann man durch die Kamera sehen, wie die lichtemittierende Diode von selbst angeht. Das bedeutet, dass unsichtbare Strahlen vom Spiegel auf dieselbe Weise abprallen wie normales Licht.
Ihr könnt den Fernseher also auch kontrollieren, indem ihr das Licht der Fernbedienung von einem Spiegel abprallen lasst. Glaubt ihr mir nicht? Dann probiert's doch mal aus. Und übrigens, wenn du nicht immer deine Spielsachen unters Bett stopfen würdest, dann hätten wir die Fernbedienung auch so gefunden. Keine Sorge. Wenn die Trickfilme vorbei sind, räume ich sie weg. Ach, schon zu Ende? Zeit zum Aufräumen. Das Thermometer. Wie seltsam, dass das neue Thermometer nicht funktioniert. Tom Thomas, bleib im Bett. Ich werde nach dem alten Quecksilberthermometer suchen. Hey, bist du etwa krank? So könnte man es auch sagen. Ich weiß nicht, wie ich den Mathe-Test heute bestehen soll. Hast nicht gelernt und deshalb willst du nicht in die Schule. Naja, ja. Aber wenn du dich jetzt krank stellst, dann belügst du deine Mama. Nein, das stimmt nicht. Ich tue nur ein bisschen so, als ob. Ach, meinst du? Das Thermometer kannst du nicht austricksen. Simka, was ist ein Quecksilberthermometer? Quecksilber ist ein flüssiges Metall. Seine Farbe ist Silber. In modernen Thermometern ist kein Quecksilber drin. Heute sind sie elektronisch. Alte Thermometer bestehen aus einer Glasröhre mit Markierungen und ein bisschen Quecksilber darin. Wenn das Ende der Röhre sich erwärmt, dann weitet sich das Quecksilber aus und steigt in der Röhre hoch. Auf diese Weise messen die alten Thermometer die Temperatur. Je länger der Quecksilberfaden ist, desto höher ist die Temperatur der Person. Das heißt, dass ich das Ende des Thermometers aufwärmen muss. Tom Thomas, du bist ein Genie. Aber wie willst du es aufwärmen? Endlich, ich hab's schon. Wollen mal sehen. Mama, darf ich was essen? Warte mal, Liebling, ich mach dir was. Das ist so heiß. Jetzt werde ich bestimmt ein hohes Fieber bekommen. Hey, was macht ihr hier drin? Und was steht auf der Anzeige? Also hier steht 42 drauf. Oh nein, mit so einer Temperatur bringen sie dich sofort ins Krankenhaus. Das willst du doch nicht, oder? Du solltest das Thermometer lieber schütteln. Ja, das werde ich tun. Dadurch wird sich die Temperatur senken. Also, so viel dazu. Man sollte eben nicht schummeln. Tom Thomas, siehst du das? Nolik, fass das Quecksilber nicht an. Es ist giftig. Sofort aufhören. Und du, Tom Thomas, du fass das Quecksilber auch nicht an. Es ist gefährlich. Wie können wir es dann aufwischen? Ruf deine Mutter. Sie kann dir helfen. Ich kann nicht. Wie soll das gehen? Dann weiß sie, dass ich sie austricksen wollte. Vielleicht ist es besser, die Wahrheit zu sagen. Ich kann nicht. Ich kann das nicht tun. Wie du meinst, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Nolik, ruf Papus und Masia. Ich hol sie. Und du gehst in dein Zimmer und wartest. Quecksilber ist jetzt weg. Nicht ganz. Dieses Quecksilber muss noch neutralisiert werden. In jedermanns Zuhause gibt's allerlei Chemikalien. Man benutzt sie zum Säubern von Geschirr, Kleidern, Bad und gegen Ungeziefer. Alle diese Substanzen können für die menschliche Gesundheit sehr schädlich sein, was einige Leute jedoch nicht zu verstehen scheinen. Sie verwenden gefährliche Sprays oder giftige Lösungen und vergessen dann, dass sie ihre Hände waschen müssen. Und dann essen sie etwas oder sie reiben sich die Augen mit ihren Händen. Das kann ernsthafte Schäden für ihr Sehvermögen oder den Magen verursachen. Und nehmt nie etwas in den Mund, das wie Medizin aussieht, es sei denn, eure Eltern oder ein Arzt haben es euch gegeben. Und falls ihr etwas auf dem Boden findet, das wie ein Bonbon oder ähnliches aussieht, dürft ihr es nie in euren Mund stecken. Damit könnt ihr euch vergiften. Ah, Menschen. Würden sie sich doch an diese einfachen Regeln halten, dann lebten sie viel sicherer. Was machen wir mit dem zerbrochenen Glas? Das ist kein Job für Fixies. Tom
Tom Thomas, das Quecksilber ist beseitigt. Und das Glas auch? Nein, die Glassplitter nicht. Macht ihr's? Papus sagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Er meint, dass du deine Eltern um Hilfe bitten solltest. Das liegt nun in deiner Verantwortung. Hier hast du was zu essen. Was hast du denn, hm? Mama, ich habe das Thermometer zerbrochen. Zerbrochen? Hast du dich geschnitten? Nein. Das Quecksilber, hast du es berührt? Habe ich nicht. Simka, glaubst du, er will die Wahrheit sagen? Und wo hast du es zerbrochen? Im Badezimmer. Was wolltest du denn da? Ich wollte dich austricksen. Ich habe einen Test. Und ich habe nicht gelernt. Aber ich tue es bestimmt nie wieder, hm? Der Mixer. Marcia, warum müssen wir wieder zum Geschirrspüler hingehen? Es liegt ein anstrengender Tag vor uns, Kinder. Und wir alle müssen Energie tanken. Ich mag es nicht, mich hier im Geschirrspüler aufzuladen. Wäre dir die Mikrowelle lieber? Oder der Wasserkocher? Nein, danke. Ich mag allgemein nicht, mit Küchengeräten aufgeladen zu werden. Die interessieren mich einfach nicht. Und wo ist es denn interessant, hä? In dem Computer. Marcia, darf ich mich bitte im Computer aufladen? Die Energie dort ist so süß. Unsere Ernährung muss ausgewogen sein, Nolik. Nicht nur sehr lecker. Leute essen ja nicht nur Süßes, stimmt's? Menschen erhalten Energie vom Essen, während Fixies ihre Energie aus Geräten beziehen. Menschen essen alle Arten von Nahrung, genauso wie Fixies. Sie benötigen die Energie, die aus verschiedenen Geräten kommt. Durch das Aufladen in einem Auto wird ein Fixie schneller. Durch einen Computer klüger und durch eine Uhr genauer. Um gute Energien zu tanken, sollten sich Fixies nicht nur an einem Platz aufladen, wie im Fernseher. Gesünder ist, sich von einem Gerät zum anderen zu bewegen. Guten Morgen, Tom Thomas. Was ist denn los? Zum Frühstück gab's Müsli mit Milch. Mama sagt immer, Milch ist so gesund. Aber ich finde sie einfach ätzend. Aha, Nolik, da bist du. Geh dich aufladen. Zack, zack. Ich gehe nicht. Hier ist Tom Thomas. Er will auch kein Frühstück haben. Warum denn nicht? Er findet die Milch ätzend. Ätzend, hä? Er weiß einfach nur nicht, wie man sie richtig trinkt. Schaut mal, was wir hier haben. Was? Was? Nen Mixer. Ein Mixer ist ein Küchengerät, welches man verwendet, um verschiedene Zutaten zu mischen. Mit einem Mixer können wir Dinge wie Glasuren, Soßen oder ein Omelett machen. Das Leckerste aber, was man mit einem Mixer machen kann, ist ein Milchshake. Es ist ganz leicht. Gebt Früchte, Sirup, Saft, Eiscreme oder alles, was ihr wollt, in einen Behälter und gebt Milch dazu. Nehmt nun den Mixer und rührt alles zusammen, bis es cremig und lecker wird. Das wär's. Somit habt ihr einen Milchshake. Also, was hätten wir denn alles für einen Milchshake? Wir haben Himbeermarmelade. Geht das? Das würde gehen. Und Erdbeermarmelade? Das wäre auch toll. Hier ist eine Banane. Ich habe auch Schokolade. Guck. Und ich habe hier Erdbeereiscreme. Schmeißt den Mixer an. Stehst du am Morgen früh auf? Oh ja. Stehst du am Morgen früh auf? Gib dir dein Frühstück viel Kraft? Oh ja. Wenig Milch, oh ja, du brauchst ein klein wenig Milch. Du brauchst ein klein wenig Milch, oh ja, du brauchst ein klein wenig Milch. Du
Können wir noch einen Shake machen? Nur einen, die waren lecker. Klar, wenn du willst. Oh, wo ist die Milch hin? Ich glaub's nicht. Du hast sie ausgetrunken. Und ich kenne jemanden, der gesagt hat, Milch ist ätzend. Ich wusste nur nicht, wie man sie trinkt. Simka, was in aller Welt hast du dir da gedacht? Und was ist mit Nolik? Shh, komm mal, ich zeig's dir. Nolik, hier bist du. Warst du nicht der, der gesagt hat, das Aufladen in der Küche sei langweilig? Der Mixer ist aufregend. Er spendet Energie, die lecker schmecker und nahrhaft ist. Das Kombinationsschloss. Nolik, bist du da? Komm schon raus. Ich finde dich sowieso. Nolik, bist du das? Das geht nicht. Los, nochmal. Komm schon. Du hast mich gesehen. Hab keine Lust. Ich soll Verstecken spielen, obwohl ich ein nagelneues Spiel hab? Wo ist es? Ich kann es nirgendwo im Zimmer sehen. Hab's mit in die Schule genommen. Wieso denn das? Um anzugeben. Cooles Spiel! Dann Tennis! Lässt du mich auch spielen? Weil ich noch nicht fertig gespielt habe. Das nächste Mal tue ich dir bestimmt keinen Gefallen. Moment. War es eine 3 oder eine 4? Könnte auch eine 5 sein. Hab's vergessen. Worum geht's? Hab die Kombination vergessen. Und jetzt kann ich nicht mal meine Hausaufgaben machen. Meine ganzen Bücher sind ja in der Tasche. Ich werde für dich jedenfalls nicht reinklettern. Schlag sie aus dem Kopf. Tom Thomas, warum hast du schlechte Laune? Der Code für das Schloss. Ich weiß ihn nicht mehr. Keine Sorge. Ha, den knacken wir. Ich weiß alles über Sperrcodes. Ein Sperrcode wird aus rotierenden Scheiben gebaut, die nummeriert sind. In der Mitte jeder Scheibe ist ein Loch mit einer Kerbe. Wenn alle Scheiben mit den Kerben in eine gerade Reihe gedreht werden, dann kann der Sperrstift des Schlosses herausgeschoben werden. Und um die Kerben in eine Reihe zu bekommen, muss man die Scheiben auf die Nummer des Codes stellen und das Schloss öffnet sich. So einfach ist das. Ich glaube, wir müssen ins Schloss reingucken. Verstehe. Nolik, wo bist du? Es gibt Arbeit für uns. Ich werde es nicht tun. Gierigen Menschen will ich einfach nicht helfen. Nolik, kannst du mir nicht helfen? Ich werde doch nicht mehr so gierig sein. Na gut, überredet. Aber wenn wir fertig sind, lässt du mich mit dem Spiel spielen. Oh ja. Puh, es ist so eng hier drinnen. Halte durch. Wir drehen die Scheiben eine nach der anderen und du rufst Stopp, wenn sie in einer Reihe sind. Stopp! Dreht jetzt die nächste! Stopp! Stopp! Jetzt probier's! Ja! Hupsa! Peach! Hurra! Und dein Code war übrigens ganz leicht. Viel zu leicht. Die Geheimnummern und Zahlen, die ihr benutzt, um etwas zu verschließen, werden Code oder Passwort genannt. Und um sicherzugehen, dass euer Passwort wirklich gut ist, gebe ich euch einige Tipps. Wählt niemals ein Passwort, das für jemanden anders einfach zu erraten ist. Wie gleiche Nummern oder Zahlen oder alle in einer Reihenfolge. Es wäre auch nicht ratsam, euer Geburtsdatum oder euren Namen zu wählen. Es ist besser, ein Passwort zu nehmen, welches ein bisschen komplizierter ist. Und falls ihr eins ausgesucht habt, vergesst es nicht. Schreibt es auf einen Zettel auf und bewahrt es an einem sicheren Ort auf. Aber zeigt es niemandem.
Und falls ihr das Passwort aus irgendeinem Grund vergessen solltet, dann schaut ihr einfach auf euren Zettel. Und warum schließt du deinen Rucksack überhaupt ab? Um das Spiel vor den anderen zu verstecken. Und warum hast du es heute mitgenommen? Ich wollte vor der Klasse angeben. Und, hast du es gezeigt? Auf keinen Fall. Wenn sie es gesehen hätten, würden sie sagen, ich will auch mal spielen, lass uns auch mal. Also hast du es versteckt und überhaupt niemandem gezeigt? Nein, niemandem. Warum hast du es dann mitgenommen, Trottel? Um anzugeben. Du bist so ein Angeber. So ein gieriger... nicht gieriger. Lasst uns jetzt spielen. Spielt ruhig. Wir stören dich doch nicht, oder? Könnt ihr nicht etwas sanfter springen? Der ganze Tisch wackelt. Der Tacker. Tom-Thomas kriegt den Ball. Er dribbelt seine Gegner problemlos aus. Er hat freie Bahn. Der Torhüter sieht ihn und schreit vor Todesangst. Er schießt und... Tor! Tor! Tom-Thomas, hör auf, Ball zu spielen. Dein Schulkonzert beginnt in 30 Minuten und ich will deine Hosen nicht noch einmal bügeln. Na gut, Mama. Nur noch einmal, bitte! Nein, tut mir leid. Mama hat mir leider verboten, Ball zu spielen. Aber Mama hat nichts gegen Dribbeln gesagt! Los, du schaffst das! Du schaffst das! Los! Tom-Thomas, deine Hose! Das darf nicht wahr sein! Das ist meine einzige feine Hose! Oh. Ja, so kannst du jedenfalls nicht gehen. Hat deine Mutter vielleicht noch Zeit, sie für dich zu nähen? Ich habe aber Angst, das ihr zu sagen. Sie hat mir ja verboten zu spielen. Hey, ich hab es! Hier! Denkst du, wir können die Hose vielleicht mit einem Tacker reparieren? Ja, das ist doch eine prima Idee. Ha, ich muss es wohl versuchen. Oh ja, das musst du. So etwa? Halt! Warum, was ist? Meine Nase juckt, sonst nichts. Los, kommt! Du hast recht, Nolik, es geht! Das ist super! Ja, der Tacker ist wirklich super toll. Wisst ihr, wie er funktioniert? Tacker nur weiter und ich erklär's dir. Die Klammern eines Tackers sind leicht aneinander geklebt. So kann man viele Klammern auf einmal laden, anstatt einzelne. Und die Feder drückt die Klammern nach vorne. Wenn der Arm heruntergedrückt wird, dann presst ein Metallzahn die vordere Klammer durch einen engen Schlitz und die Klammer stanzt Löcher in das Papier. Als nächstes drücken die spitzen Enden der Klammer runter auf eine Platte. Und dadurch verbiegen sich die Klammern hinter dem Papier. Und so funktioniert es. Die Blätter sind befestigt. Sagen, wir nähen, aber mit einem Tacker anstatt mit einer Nadel. Ja, und es geht sogar schneller. Hä? Was ist denn los? Sind denn keine Klammern mehr drinnen? Es sind noch viele davon da, aber eine davon ist eingeklemmt hier. Tom-Thomas, wir gehen in 5 Minuten. Okay, Mama. Und, hat es geklappt? Nein. Lass uns doch einfach Papus holen. Er ist echt stark und er hat ein Pakomat. Das schaffen wir alleine. Tom-Thomas, such etwas, womit wir die Klammer rausdrücken können. Der Tacker ist keine ganz neue Erfindung. Es wird gemunkelt, dass der französische König Louis XV. Einen goldenen Tacker mit kostbaren Juwelen besaß.
Unglücklicherweise konnte dieser nur eine Klammer einzeln tragen. Moderne Tacker sind sehr viel praktischer. Und Leute haben so viele unterschiedliche erfunden. Für Papier, für Sperrholz und sogar für die Haut. Ja, Chirurgen benutzen sie oft bei Operationen. Dann gibt's den Tacker, der fürs Polstern von Möbeln verwendet wird. Und sein älterer Bruder, der Druckluftnagler, kann verwendet werden, um Wände eines Gebäudes zusammenzuhalten. Und folgende Erfindung ist beinahe genauso wichtig wie der Tacker selbst, der Klammerer-Entferner. Mit seiner Hilfe ist's möglich, die Klammern eines Tackers herauszunehmen. Wie wär's mit einem Schraubenzieher? Das ginge. Guckt, der Schraubenzieher passt genau in den Schlitz. Ah, das ist toll. Drück die Klammer jetzt durch, aber pass auf deine Finger auf. Sonst kannst du nicht nähen. Tidisch. Noch heißt's nicht Tidisch. Deine Hose ist noch nicht fertig. Das wär's. Alles fertig. Jetzt sagen wir Tidisch. Tom Thomas, bist du fertig? Natürlich. Meine Idee mit dem Tacker war klug, oder? Die Mutter von Tom Thomas wird nichts merken. Warte nur. Warte bis zur nächsten Wäsche. Die Fernbedienung. Hey Senka, der Knopf in der Fernbedienung steckt fest. Wie kriegen wir ihn da wieder raus? Schau zu und lerne, Nolik. Hilf mir! Komm schon! Soll ich jetzt loslassen? Ups! Nolik, versteck dich irgendwo! Nolik? Sie hat die Fernbedienung geklaut. Nolik? Wo versteckst du dich? Nolik! Hallo, Pixies! Hey, wo seid ihr? Hey, Tom Thomas! Du kommst gerade richtig. Kaubacke ist mit der Fernbedienung abgehauen. Na und? Ich kann ihn auch so einschalten. Und mein Lieblingstrickfilm fängt gleich an. Vergiss jetzt mal deine Trickfilme, Mann! Nolik ist weg! Ich befürchte, er hat sich in der Fernbedienung versteckt. Und Kaubacke hat sie geschnappt. Oh nein, er steckt in Schwierigkeiten. Tom Thomas, es muss doch was geben, was du tun kannst. Kaubacke? Kaubacke! Komm her! Wo versteckt sich dieser Hund? Ich schau mal in den anderen Zimmern nach. Senka! Tom Thomas, hier bin ich! Könnt ihr mich hören? Ich glaube, ich werde warten. Kaubacke ist nicht da. Wo bist du? Hey, Simka. Ich habe ein Paket geholt. Was kannst du damit ausrichten? Ich werde nach den Infrarotstrahlen der Fernbedienung suchen. Das ist so cool. Aber was ist das? Ich erklär's dir. In fast jeder Fernbedienung befindet sich eine spezielle Glühbirne, die lichtemittierende Diode oder auch LED genannt. Wenn ein Knopf gedrückt wird, dann versendet die LED einen unsichtbaren Strahl. Und im Fernsehgerät befindet sich ein Empfänger für solche Strahlen. Der Fernseher versteht den Befehl der Fernbedienung und führt ihn aus. Zum Beispiel das Wechseln des Kanals oder das Regulieren der Lautstärke. Wenn die Strahlen unsichtbar sind, dann wie ist es dann möglich, sie zu sehen? Im Paket gibt es eine spezielle Brille, die mir helfen kann. Ja, und jetzt? Ruf Nolik. Bring ihn dazu, irgendeine Taste zu betätigen. Nolik, du musst einen der Knöpfe auf der Bedienung drücken. Ein Knopf? Aber wie soll ich das machen? Warte, Moment mal. Kaubacke, Kaubacke, du bist eine Dunstbacke. Miau, miau. Oh, Mama, mir, jetzt frisst er mich zusammen mit der Fernbedienung. Ich kann nichts erkennen. Doch, ich sehe was. Da ist er. Er ist da drüben. Kaubacke, komm her. Möchtest du ein Würstchen? Du stellst dich quer, ha? Huh? Also gut. Ah,
gefunden. Mit dem Strahl der Fernbedienung. Es ist nur schade, dass ich die Strahlen nicht sehen kann. Was meinst du? Das geht doch. Wenn man Infrarotstrahlen sehen will, muss man nur durch eine Digitalkamera gucken. Versucht's mal selbst. Klickt auf die Kamera auf eurem Handy. Jetzt drückt irgendeine Taste auf der Fernbedienung und richtet sie auf die Kamera. Ihr werdet einen grellen Punkt auf dem Bildschirm der Kamera sehen. Das ist die lichtemittierende Diode. Sie strahlt ein spezielles Licht aus, das vom bloßen Auge nicht erkannt werden kann. Man könnte die Fernbedienung natürlich auch auf einen Spiegel richten. Dann kann man durch die Kamera sehen, wie die lichtemittierende Diode von selbst angeht. Das bedeutet, dass unsichtbare Strahlen vom Spiegel auf dieselbe Weise abprallen wie normales Licht. Ihr könnt den Fernseher also auch kontrollieren, indem ihr das Licht der Fernbedienung von einem Spiegel abprallen lasst. Glaubt ihr mir nicht? Dann probiert's doch mal aus! Und übrigens, wenn du nicht immer deine Spielsachen unter das Bett stopfen würdest, dann hätten wir die Fernbedienung auch so gefunden. Keine Sorge. Wenn die Trickfilme vorbei sind, räume ich sie weg. Ach, schon zu Ende? Zeit zum Aufräumen! SMS. Sieh mal hier, ein Handy. Vielleicht hat Tom Thomas ein neues bekommen. Oh, wow. Nolik, halt. Wie toll. Oh. Komm zurück. Wow. Tom Thomas, hilf uns, bitte. Wir versuchen, dein Handy zu retten. Das ist nicht meins. Oh, Kathy hat es hier vergessen. Kathi! Kathi! Sie ist weg. Schon zu spät. Oh, eine SMS ist angekommen. Du willst sie doch nicht etwa lesen? Natürlich nicht. Aber was, wenn es wichtig ist? Tom Thomas, wag es nicht, ihre Briefe zu lesen. Aha, sehr interessant. Ach nee, hier sind ja Tonnen von Nachrichten. Hey, Nolik, du gehst und lenkst ihn vom Telefon ab. Aha. Kaubacke, hey! Ich bin's, dein Kumpel Nolik. Hey, du! Hilf mir! Kaubacke, hör es auf! Das reicht jetzt mit dem Bellen. Raus jetzt mit dir. Sofort. Geschafft. So, jetzt ist es abgeschaltet. Hä? Was soll das? Eben ging das Handy doch noch. Dann hast du es wohl kaputt gemacht. Wie? Habe ich nicht. Hast du wohl. Naja, Tom Thomas, jetzt musst du es wohl Kathi so zurückgeben. Wie kann denn das sein? Das ist passiert, weil du die Nachrichten von anderen gelesen hast. Es war nur eine SMS. Eine SMS ist nichts anderes als ein Brief. Sie ist bloß kürzer. Leute senden SMS mit ihren Handys. Und deswegen ist es gemein, jemanden ins Handy zu schauen und dessen SMS zu lesen. Das ist wie, als wenn man Briefe von jemandem lesen würde. Und deswegen haben wir Fixies immer unsere Kopfhörer auf, wenn wir in einem Handy arbeiten, falls jemand anruft. Auf diese Weise hören wir nicht die privaten Gespräche anderer Leute. So etwas gehört sich einfach nicht. Ich verspreche es, ich werde nie mehr Nachrichten anderer lesen. Aber davon wird das Handy auch nicht wieder heil. Und jetzt? Sagen wir ihm die Wahrheit? Keine Sorge, Tom Thomas, denn wir haben es ausgemacht. Und jetzt werden wir es anschalten. Siehst du, die Kontakte berühren sich nicht. Wir schreiben einfach eine Nachricht an die Fixies bei Kathi. Die können es sicher reparieren.
In jedem Zuhause leben Fixies und sie haben immer sehr viel Arbeit zu erledigen. Erst spinnt das Fernsehgerät, dann geht die Türklingel kaputt, die Waschmaschine gibt ihren Geist auf oder das Telefon will nicht klingeln. Und außer all dem müssen Dinge aufgeräumt und geölt werden. So wie zum Beispiel die Küchengeräte oder Kinderspielzeug und solche Sachen. Moderne Haushalte sind voll von allerlei Apparaten. Und deswegen müssen Fixies Tag ein und Tag aus arbeiten. Leider kann die viele Arbeit die Fixies oft sehr in Anspruch nehmen. Und so vergessen sie ihre Fixie-Verwandten und ihre Freunde, die in den Nachbarshäusern und Wohnungen leben. Und das gehört sich nicht. Genau wie Menschen müssen Fixies sich gegenseitig öfter besuchen gehen, sich Briefe schreiben oder sich wenigstens Grüße senden. Das wär's. Es funktioniert jetzt wieder. Ihr seid die Besten. Jetzt kann ich Kathi anrufen und ihr sagen, dass ihr Handy hier ist. Ja? Und wen denn? Kathi? Und wo ist ihr Handy? Tom Thomas, gut gefangen. Wow, du bist schnell. Wie ein Fixie. Der Wecker. Ha, er hat wieder nicht geklingelt. Nolik, komm, wir reparieren den Wecker. Simka, wecke Tom Thomas. Tom Thomas, aufstehen! Tom Thomas! Hey, du kommst zu spät zur Schule. Tom Thomas, steh auf! Es ist wirklich teuer hier. Und wo ist hier wohl die Batterie? Das ist ein alter mechanischer Wecker. Deswegen läuft er nicht mit Batterien. Er wird durch ein Federwerk aufgezogen. Wie funktioniert das? Also die Feder wird einfach fest aufgezogen und windet sich dann langsam wieder zurück. Dadurch drehen sich die Zahnräder, welche dann die Uhrzeiger bewegen. Was? Der Wecker ist kaputt. Schnell, beeil dich. Geh dich waschen. Tom Thomas, stehst du gerade erst auf? Papa, der Wecker hat nicht geklingelt. Er ist kaputt. Das Problem ist, dass sich die Zahnräder nicht drehen, weil die Feder dazwischen klemmt. Nolik, komm, hilf mir. Papus, was ist hier los? Es fühlt sich wie ein Erdbebenmann. Er ist wirklich kaputt. Höchste Zeit, diesen alten Schrott wegzuwerfen. Tom Thomas, ich muss zur Arbeit. Komm nicht zu spät zur Schule. Werde ich nicht. Wo sind wir? Im Abfalleimer. Und was wird mit uns passieren? Tja, weißt du, Nolik. Menschen schmeißen kaputte Sachen weg, ohne großartig darüber nachzudenken. Sogar Geräte, die repariert werden könnten, landen ständig im Abfall. Der Abfall wird dann an einen furchtbaren, tödlichen Ort gebracht. Und zwar zur Müllhalde. Falls sich in einem kaputten Gerät ein Fixie aufhalten sollte, dann wird er einer großen Gefahr ins Auge blicken müssen. Mein Onkel steckte einmal in einem alten Fernseher und wurde auf die Müllhalde geworfen. Er konnte der Planierraupe gerade noch entkommen. Und es war ein Wunder, dass er nicht in der Verbrennungsanlage landete. Daraufhin streifte er auf der riesigen Müllhalde umher und versuchte, Dinge zu reparieren. Er wurde total verrückt. Zum Glück fand ihn die Fixie-Rettungstruppe und brachte ihn wieder nach Hause. Ich möchte dich nicht erschrecken, mein Junge, aber vielleicht landen wir auf der Müllhalde. Papus, ich hab Angst. Wo ist denn der Wecker hin? Vielleicht hat Papa ihn zur Reparatur gebracht. Aber Nolik und Papus sind da drin. Jetzt noch ein kleines Stückchen. Ich will nicht auf die Müllhalde. Keine Tränen. Es gibt nur einen Ausweg. Wir reparieren den Wecker und bringen ihn zum Klingeln. Aber wie? In dem Uhrwerk befindet sich außer der Hauptfeder noch eine zweite Feder. Diese wird durch eine Bremse reguliert und wartet.
Wenn der kleine Zeiger den Zeitpunkt erreicht, an dem der Alarm ausgelöst werden soll, dann springt die Feder von der Bremse und die Zahnräder setzen sich in Bewegung. Dadurch schlägt ein kleiner Hammer schnell auf eine Glocke. Und so klingelt dein Wecker. Also blockiert diese Feder die Zahnräder und verhindert das Bimmeln durch den Hammer. Ganz genau. Ich werde das Zahnrad hin und her wippen und du ziehst sie. Und eins. Und zwei. Und drei. Simka, ich glaube, ich höre meinen Wecker klingeln. Lauf zum Geräusch! Schnell! Aha, jemand hat den Alarm ausgeschaltet. Oh, und da ist doch wieder dieses Erdbeben. Nolik! Nolik! Ich bin hier! Nolik! Wir haben den Wecker repariert. Was war denn kaputt gegangen? Eine Feder steckte in den Zahnrädern. Und wie konnte eine Feder überhaupt in den Wecker kommen? Oh, das kam wohl, weil ich den Wecker unter mein Kissen gelegt habe, damit er mich nicht aufweckt. Ha, du meinst also, dass wir fast auf der Müllhalde gelandet wären, nur weil jemand morgens nicht gern aufsteht? Übrigens, wenn dieser jemand sich nicht beeilt, dann kommt er zu spät in die Schule. Oh, du hast recht. Der Kühlschrank. Das war's. Hausaufgaben. Alle erledigt. Tick, du bist dran. Ganz ruhig. Du steckst echt fest. Simka, ich komm doch wieder los, oder? Na klar. Aber ich befürchte, Nolik, dass das eine Weile dauern wird. Tom Thomas, hilf mir! Was ist denn los? Guck, dieses weiße Zeug hat sich Nolik geschnappt und lässt ihn nicht mehr los. Oh, das ist Kaugummi. Es war mein Kaugummi. Oh, vielen Dank, Tom Thomas. Wie ist jetzt eigentlich der Plan, mich hier abzukriegen? Ich weiß schon wie. Wir müssen es einfrieren. Ich habe mich auch mal auf Kaugummi gesetzt und Mama hat meine Hose ins Kühlfach getan. Der Kaugummi ist gefroren und fiel ab. Ich will nicht ins Kühlfach. Keine Sorge, Nolik. Ich bleibe die ganze Zeit bei dir. Halte durch. Es wird nicht lange dauern. Ha, warum soll ich durchhalten? Das Kaugummi hält mich ja schon fest. Simka, wieso ist es im Kühlfach so kalt, wenn es draußen so warm ist? Ich erklär's dir. Ein Kühlschrank hat eine Pumpe, die eine spezielle Flüssigkeit durch eine lange Röhre presst. Ein Teil dieser Röhre befindet sich im Kühlschrank. Dort wird die Flüssigkeit in Gas verwandelt. Dafür absorbiert sie die Hitze von allem Inneren und das macht den Kühlschrank kalt. Die Pumpe saugt dann das Gas an und befördert die heiße Flüssigkeit in die Röhren am hinteren Teil des Kühlschranks. So kann all die Hitze, die im Inneren gespeichert wurde, nach draußen in die Luft entweichen. Ich wäre gern dort, wo es warm ist. Halt durch! Ich hole uns ein paar warme Sachen. Ich will nicht durchhalten. Ich will mit dir gehen. Sei jetzt tapfer. Ich warte. Tom Thomas, mach jetzt auf! Marcia, haben wir irgendwo was Warmes zum Anziehen? Wieso brauchst du warme Kleidung? Ach, nur so. Also, ich möchte wissen, was hier los ist. Hurra! Tom Thomas, Simka, mach die Tür jetzt auf! Sieht so aus, als ob ich hier bald erfrieren muss.
Mein Fixie ist ständig von allen möglichen Gefahren umgeben. Auch in einem dunklen Kühlfach kann sich ein Fixie verlaufen und erfrieren. Wenn er nicht aufpasst, dann kann er in einer Waschmaschine oder in einem Geschirrspüler ertrinken. Ein leichtsinniger Fixie läuft stets Gefahr, einen elektrischen Schock zu bekommen. Oder angenommen, es entsteht ein Feuer durch einen Kurzschluss in irgendeinem Gerät. In solch einem Fall muss man weglaufen, wenn man überleben will. Und wie steht es um Menschen? Naja, denen sind wir Fixies ziemlich egal. Also können sie aus Versehen etwas auf einen Fixie fallen lassen oder auf ihn treten oder ihm einen Fußtritt verpassen. Wenn ihr also nicht rechtzeitig aus dem Weg geht, Was ich also sage, Fixies, ist, seid vorsichtig da draußen und passt auf euch auf. Handelt klug und bleibt in Sicherheit, Kameraden. Ich verstehe das einfach nicht. Er war genau hier. Armer Nolik. Ich frag mich, wo er ist. Guck mal hier, Fußabdrücke. Nolik, du lebst. Aha, ja. Ich war so in Sorge. Wie bist du da bloß rausgekommen? Du hast mir doch erklärt, wie ein Kühlschrank funktioniert. Ich bin an diesem kalten Rohr entlang gekrabbelt, bis es heiß wurde. Und dann war ich hier. Hey, da kommt ja Rauch aus dir raus. Wir müssen dich sofort abkühlen. Hä? Wo? Ich will nicht in den Kühlschrank! Halt, ich mach doch nur Spaß! Es ist ganz hart gefroren. Daran könnte ich mir die Zähne ausbrechen. Du willst das doch nicht nochmal kauen. Nie und nimmer. Schon gar nicht, nachdem Nolik drauf gesessen hat. Du hättest es nicht hintun sollen, wo es nicht hingehört. Hey, es tut mir ja leid. Ich schmeiß es schon weg. Wie wäre es denn mit dem Mülleimer? Das Kombinationsschloss. Ah, er kommt! Nolik, bist du da? Komm schon raus. Ich finde dich sowieso. Nolik, bist du das? Das geht nicht. Los, nochmal. Komm schon. Du hast mich gesehen. Hab keine Lust. Ich soll Verstecken spielen, obwohl ich ein nagelneues Spiel hab? Wo ist es? Ich kann es nirgendwo im Zimmer sehen. Hab's mit in die Schule genommen. Wieso denn das? Um anzugeben. Wow, cooles Spiel. Tom Tennis! Lässt du mich auch spielen? Weil ich noch nicht fertig gespielt habe. Das nächste Mal tue ich dir bestimmt keinen Gefallen. Moment. War es eine 3 oder eine 4? Könnte auch eine 5 sein. Hab's vergessen. Worum geht's? Hab die Kombination vergessen. Und jetzt kann ich nicht mal meine Hausaufgaben machen. Meine ganzen Bücher sind ja in der Tasche. Ich werde für dich jedenfalls nicht reinklettern. Schlag sie aus dem Kopf. Tom Thomas, warum hast du schlechte Laune? Der Code für das Schloss. Ich weiß ihn nicht mehr. Keine Sorge. Ha, den knacken wir. Ich weiß alles über Sperrcodes. Ein Sperrcode wird aus rotierenden Scheiben gebaut, die nummeriert sind. In der Mitte jeder Scheibe ist ein Loch mit einer Kerbe. Wenn alle Scheiben mit den Kerben in eine gerade Reihe gedreht werden, dann kann der Sperrstift des Schlosses herausgeschoben werden. Und um die Kerben in eine Reihe zu bekommen, muss man die Scheiben auf die Nummer des Codes stellen und das Schloss öffnet sich. So einfach ist das. Ich glaube, wir müssen ins Schloss reingucken. Verstehe. Nolik, wo bist du? Es gibt Arbeit für uns. Ich werde es nicht tun. Gierigen Menschen will ich einfach nicht helfen. Nolik, kannst du mir nicht helfen? Ich werde doch nicht mehr so gierig sein. Na gut, überredet. Aber wenn wir fertig sind, lässt du mich mit dem Spiel spielen. Oh ja. Puh, es ist so eng hier drinnen. Halte durch. Wir drehen die Scheiben eine nach der anderen und du rufst Stopp, wenn sie in einer Reihe sind. Stopp! Dreht jetzt die nächste! Stopp! Stopp! Jetzt probier's! Ja! Hupsa! Flieg! Hurra!
Und dein Code war übrigens ganz leicht. Viel zu leicht. Die Geheimnummern und Zahlen, die ihr benutzt, um etwas zu verschließen, werden Code oder Passwort genannt. Und um sicherzugehen, dass euer Passwort wirklich gut ist, gebe ich euch einige Tipps. Wählt niemals ein Passwort, das für jemanden anders einfach zu erraten ist. Wie gleiche Nummern oder Zahlen oder alle in einer Reihenfolge. Es wäre auch nicht ratsam, euer Geburtsdatum oder euren Namen zu wählen. Es ist besser, ein Passwort zu nehmen, welches ein bisschen komplizierter ist. Und falls ihr eins ausgesucht habt, vergesst es nicht. Schreibt es auf einen Zettel auf und bewahrt es an einem sicheren Ort auf. Aber zeigt es niemandem. Und falls ihr das Passwort aus irgendeinem Grund vergessen solltet, dann schaut ihr einfach auf euren Zettel. Und warum schließt du deinen Rucksack überhaupt ab? Um das Spiel vor den anderen zu verstecken. Und warum hast du es heute mitgenommen? Ich wollte vor der Klasse angeben. Und, hast du es gezeigt? Kein Fall. Wenn sie es gesehen hätten, würden sie sagen, ich will auch mal spielen, lass uns auch mal. Also hast du es versteckt und überhaupt niemandem gezeigt? Nein, niemandem. Warum hast du es dann mitgenommen, Trottel? Um anzugeben. Du bist so ein Angeber. So ein gieriger, nicht gieriger. Lässt du uns jetzt spielen? Spielt ruhig. Wir stören dich doch nicht, oder? Könnt ihr nicht etwas sanfter springen? Der ganze Tisch wackelt. SMS. Hey, die Luft ist rein. Oh, sieh mal hier, ein Handy. Vielleicht hat Tom Thomas ein neues bekommen. Oh, wow. Noli, halt. Wie toll. Oh. Komm zurück. Wow. Tom Thomas, hilf uns, bitte. Wir versuchen, dein Handy zu retten. Das ist nicht meins. Oh, Kathi hat es hier vergessen. Kathi. Kathi. Sie ist weg. Schon zu spät. Oh, eine SMS ist angekommen. Du willst sie doch nicht etwa lesen? Natürlich nicht. Aber was, wenn es wichtig ist? Tom Thomas, wag es nicht, ihre Briefe zu lesen. Aha, sehr interessant. Ach nee, hier sind ja Tonnen von Nachrichten. Hey, Nolik, du gehst und lenkst ihn vom Telefon ab. Aha. Geschafft. So, jetzt ist es abgeschaltet. Hä? Was soll das? Eben ging das Handy doch noch. Oh, dann hast du es wohl kaputt gemacht. Wie? Habe ich nicht. Hast du wohl. Na ja, Tom Thomas, jetzt musst du es wohl Kathi so zurückgeben. Wie kann denn das sein? Das ist passiert, weil du die Nachrichten von anderen gelesen hast. Das war nur eine SMS. Eine SMS ist nichts anderes als ein Brief. Sie ist bloß kürzer. Leute senden SMS mit ihren Handys. Und deswegen ist es gemein, jemanden ins Handy zu schauen und dessen SMS zu lesen. Das ist wie, als wenn man Briefe von jemandem lesen würde. Und deswegen haben wir Fixies immer unsere Kopfhörer auf, wenn wir in einem Handy arbeiten, falls jemand anruft. Auf diese Weise hören wir nicht die privaten Gespräche anderer Leute.
So etwas gehört sich einfach nicht. Ich verspreche es, ich werde nie mehr Nachrichten anderer lesen. Aber davon wird das Handy auch nicht wieder heil. Und jetzt? Sagen wir ihm die Wahrheit? Keine Sorge, Tom Thomas, denn wir haben es ausgemacht. Und jetzt werden wir es anschalten. Siehst du, die Kontakte berühren sich nicht. Wir schreiben einfach eine Nachricht an die Fixies bei Kathi. Die können es sicher reparieren. In jedem Zuhause leben Fixies und sie haben immer sehr viel Arbeit zu erledigen. Erst spinnt das Fernsehgerät, dann geht die Türklingel kaputt, die Waschmaschine gibt ihren Geist auf oder das Telefon will nicht klingeln. Und außer all dem müssen Dinge aufgeräumt und geölt werden. So wie zum Beispiel die Küchengeräte oder Kinderspielzeug und solche Sachen. Moderne Haushalte sind voll von allerlei Apparaten. Und deswegen müssen Fixies Tag ein und Tag aus arbeiten. Leider kann die viele Arbeit die Fixies oft sehr in Anspruch nehmen. Und so vergessen sie ihre Fixie-Verwandten und ihre Freunde, die in den Nachbarshäusern und Wohnungen leben. Und das gehört sich nicht. Genau wie Menschen müssen Fixies sich gegenseitig öfter besuchen gehen, sich Briefe schreiben oder sich wenigstens Grüße senden. Das wär's. Es funktioniert jetzt wieder. Ihr seid die Besten. Jetzt kann ich Kathi anrufen und ihr sagen, dass ihr Handy hier ist. Tom Thomas, rufst du an? Ja. Und wen denn? Kathi? Und wo ist ihr Handy? Oh. Tom Thomas, gut gefangen. Wow, du bist schnell. Wie ein... Wie ein Fixie. Der Ballon. Chance, du triffst daneben. Kein Problem. Ha, das kann doch jedes Kind. Ich wette aber, du schaffst es nicht mit einem Bodenaufprall dazwischen. Pass auf. Oh, wenn meine Eltern das erfahren. Vielleicht sollten wir Simka rufen? Simka! Und was wird Simka mit uns anstellen, wenn sie das sieht? Was habt ihr denn wieder angestellt, hä? Huh? Ihr solltet mit dem Ball nicht drinnen spielen. Und jetzt müssen wir deine Lampe reparieren. Aber wie? Da kommt ja jetzt nur mein Papa oben dran. Wieso nur dein Papa? Auf dem Regal steht ein Heißluftballon. Der kann nicht fliegen. Das ist nur ein Spielzeug, siehst du? Für dich ist es vielleicht nur ein Spielzeug. Doch für uns Fixies ist er vollkommen echt. Wenn ein Objekt leichter als Wasser ist, dann steigt es an die Oberfläche. Und genauso steigt etwas, das leichter ist als Luft, nach oben. Wusstest du, dass heiße Luft leichter ist als kalte? Das bedeutet, dass der Ballon hochsteigt, wenn man die Luft in ihm erwärmt. Heißluftballons nutzen spezielle Gasbrenner, um ihre Luft zu erhitzen, damit sie leichter werden. Und je größer der Ballon ist, desto mehr Leute kann er steigen lassen. Ich weiß, was du meinst. Aber wo finden wir einen Brenner? Glaubst du, Fixies haben keine eigenen Brenner? Ha! Klar haben wir welche. Hol ihn mal runter und ich bringe unsere Eltern her. Nein, nein und nein. Das Menschenkind darf uns niemals sehen. Hör mal zu, Simka. Wir sind auch nicht damit einverstanden, dass es dich und Nolik sieht. Er wird nicht gucken. Papus, bitte! Du hast immer erzählt, wie du vom Fliegen geträumt hast seit deinem Astronautentraining. Ja, 2 Jahre war ich in Bereitschaft, war aber nie im All. Du hast auch nie einen Heißluftballon geflogen, mein Schatz. Dann sind wir uns also einig. Ich hab sie überredet. Es gibt nur eine Bedingung, du darfst nicht gucken. Okay. Ihr könnt jetzt kommen. Alles bereit für den Brenner. Wird vorbereitet. Abflugsgenehmigung? Genehmigung bestätigt. Und schon geht's los. Hurra! Er fliegt! Nicht gucken. Dreh dich um. Oh, es war aus Versehen.
werde den Schaden begutachten. Ich bleibe auf Flughöhe. Ja, Sie haben das Ziel erreicht. Heißluftballons sind fantastisch. Ich frage mich, wer sie erfunden hat. Das waren die Mongolfiers. Der Heißluftballon wurde im 18. Jahrhundert von den Mongolfier-Brüdern in Frankreich erfunden. In jenen Tagen gab es keine Gasbrenner. Also wurde die Luft im Ballon erhitzt, indem Stroh verbrannt wurde. Anfangs gab es keine Passagiere im Ballon. Außer den Fixies natürlich. Ich meine, wie sonst hätte der Ballon ohne sie abheben können? Unglücklicherweise wurden die Namen der Fixies, die jenen Flug unternahmen, nicht in die Annalen der Geschichte aufgenommen. Die Passagiere des nächsten Fluges waren Tiere. Ein Bock, ein Hahn und eine Ente. Und erst als die drei nach einem vollen 4-Kilometer-Flug sicher gelandet waren, trauten sich auch Menschen im Heißluftballon zu fliegen. Seit ihrer Erfindung sind Heißluftballons auch bekannt unter einem anderen Namen, Mongolfiers. Alles klar. Simka, sag deinen Eltern bitte, dass ich ihnen wirklich sehr dankbar bin. Okay. Übrigens, du kannst dich umdrehen. Weißt du was, Simka? Lass uns den Ballon genau wie sie fliegen. Auf keinen Fall, Nolik. Dazu bräuchten wir den Brenner. Aber Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Ich lass euch schweben. Ich muss ihn sowieso noch zurück aufs Regal stellen. Schwingt euch rein und auf geht's! Brüder! Also gut, wie Bruder und Schwester, Mongolfier! Reflexe. Pass mal auf. Wie viele Finger halte ich jetzt hoch? Ah, drei. Erinnerst du dich? Wow, wow, wow. Alles, was du tun musst, ist dreimal bellen. Dieser Trick ist für Kaubacke zu schwer. Vielleicht kann sie durch einen Reifen springen. Hab's schon probiert. Sie will nicht springen. Komm schon, Kaubacke. Probier's nochmal. Zeig ihr mal den Zucker. Kaubacke! Alle, hopp! Komm schon, spring! Tschüss, Tom Thomas, wir müssen jetzt in die Schule. Bis später dann, du Tierbändiger. Echt toll, Kaubacke. Unser Unterricht für heute behandelt das Thema Reflexe. Ich schreib's mal auf. R? Worum geht's? Du kommst wieder spät. Ah, Kollege, haben Sie zufällig meine Brille gesehen? Ja, natürlich, auf Ihrer Stirn. Oh, was sagt man dazu? Entschuldigen Sie die Störung. Lasst uns weitermachen. Nun, tja. Vielen Dank. Ihr habt euch in Schrauben verwandelt. Sagt mal, warum macht ihr das? Weil wir uns natürlich vor den Menschen verstecken müssen. Aber ihr müsst euch doch nicht vor Professor Eugenius verstecken. Aber wir wussten doch nicht, dass er es war. Ganz recht. Ihr habt euch verwandelt, ehe ihr Zeit zum Nachdenken hattet. Und so etwas nennt man einen Reflex. Um es mit einfachen Worten zu erklären. Ein Reflex ist, wenn unser Körper automatisch auf etwas reagiert, ohne dass man darüber überhaupt nachdenken muss. Wenn wir etwas sehr Heißes berühren, dann ziehen wir unsere Hand automatisch zurück. Wenn wir einmal hinfallen, bewegen wir unsere Arme und Beine, um unser Gleichgewicht zu halten. Hä, stellt euch nur vor, wir würden anfangen, darüber nachzudenken, wie und in welche Richtung wir sie bewegen müssen. Man kann also sagen, dass unsere Reflexe uns beschützen. Sie schützen uns. Oh, meine Nase juckt. Entschuldigt, das wollte ich nicht. Professor, ist Niesen auch ein Reflex? Das ist es ganz bestimmt. Feuer wollte zwar nicht, dann hat seine Nase aber gejuckt und Hapchi. Und Gesundheit. Danke. Und, haben Hunde, auch Reflexe? Klar haben sie Reflexe, so wie alle Tiere. Ja,
Das ist etwas, das alle guten Tiertrainer wissen. Sie nutzen die Reflexe der Tiere, um ihnen Tricks beizubringen. Menschen bringen ihren Haustieren viele Befehle bei, wie den Ball zu holen, zu zählen oder sogar das Tanzen. Um ein Haustier zu dressieren, muss man genau wissen, wie. Ein guter Trainer hat immer genügend Belohnungen dabei. Sobald ein Tier einen Befehl richtig ausführt, wie das Stehen auf seinen Hinterbeinen oder das Springen über eine Hürde, erhält das Tier eine Belohnung und der Trainer gibt ein spezielles Signal wie Fingerschnippen oder das Tuten in eine Pfeife. Nachdem dieses Training wieder und wieder durchgeführt wurde, entwickelt das Tier einen Reflex. Sobald das Tier das Signal erhält, führt es den Befehl aus und wird belohnt. Das Wichtigste bei der Tierdressur ist aber, das Tier zu lieben und ihm nie weh zu tun. Sonst hilft auch keine Belohnung. Tanzen! Wir haben in der Fixie-Schule gelernt, wie man Kaubacke trainieren kann. Wie? Mit Hilfe von Reflexen. Mit was? Wo ist Kaubacke? Ruf sie! Kaubacke, komm her! Stell ihr eine einfache Rechenaufgabe. 1 + 2. Wie viel ist das jetzt? 3! Du hast es! Nein, es ist kein Wunder. Das nennt man Wissenschaft. Du weißt ja, wie Kaubacke bellt, wann immer sie einen Fixie erblickt. Das nennt man nämlich Reflex, weißt du? Ich verstehe. Und wisst ihr auch, wie ich ihr das Springen beibringe? Das wissen wir leider noch nicht. Warte mal, ich weiß wie. Fixies jagen. Ist das nicht einer von Kaubackes Reflexen? Wahrscheinlich, obwohl... Echt super, also lasst uns den Hund trainieren. Was tut man nicht alles für seine Freunde? Kaubacke! Ganz schön harte Arbeit, Hundetrainer sein. Der Paco-Mat. Simka, kann ich den Paco-Mat haben? Ich möchte gerne ein wenig mit ihm üben vor dem Test. Na klar. Du bist echt gut da drin. Gut? Ich könnte wohl kaum schlechter sein. Ich wollte einen Staubsauger. Eigentlich warst du ganz nah dran. Zumindest hat er den Schlauch rausbekommen. Das ist gar nicht zum Lachen. Um ein Werkzeug aus einem Paco-Maten zu nehmen, muss ein Fixie nicht nur den Knopf auf seiner Brust betätigen, sondern sich das Werkzeug auch bildlich vorstellen. Im Erwachsenenalter fällt es Fixies leicht, dies zu tun. Aber während sie Kinder sind, müssen sie hart trainieren, um diese bedeutende Fertigkeit zu erlernen. Um neue Werkzeuge handhaben zu können, legen Fixies wichtige Prüfungen ab. Wenn sie eine Prüfung bestanden haben, dann wird das entsprechende Werkzeug ihrem Paco-Maten beigefügt. Es gibt viele Dinge, die man in ihm finden kann. Schraubenzieher, Hammer, Leitern, Staubsauger und sogar Lötkolben. Viele der Werkzeuge, die Fixies benutzen, sehen jedoch anders aus als die der Menschen. Der Grund dafür ist sehr einfach. Das liegt daran, dass Fixies Geräte reparieren müssen, die viel größer sind als sie selbst. Ich wünschte... Nur ich wüsste, welches Werkzeug beim Test drankommt. Ich hab's! Bleib genau hier stehen! Großfix! Was? Wegen dem Test. Um welches Werkzeug wird es sich handeln? Das ist geheim. Oh, wie schade. Du kannst doch ein Geheimnis wahren, oder? Na klar! Dann sag ich's dir. Der heutige Test handelt von Zangen. Verstehst du? Aber sag es niemandem. Alles klar? Auf keinen Fall. Ich werde ihn nie bestehen. Willst du? Er wird die Zange dran nehmen. Hä? Woher weißt du das? Das ist geheim. Hä? Okay, Ziffer. Versuch doch mal ein paar Zangen rauszuholen. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Denn sie greift alle Dinge geschwind. Doch pass auf deine Finger. Weil du sie noch lange brauchst. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Gut gemacht.
gemacht. Du hast es. Vielen Dank, Nolik. Ich bin es nicht, dem du danken solltest. Großfix, vielen Dank. Wofür? Das Geheimnis. Welches Geheimnis? Wegen der Zangen. Ach, das. Weißt du, ich habe ein neues Thema gewählt. Das Thema wird jetzt nämlich der Hammer sein. Ein Hammer? Aber es ist ein Geheimnis. Ich weiß schon. Er hat geändert. Es ist ein Hammer. Bist du dir sicher? Absolut. Na gut, ich werde es probieren. So ein Hammer ist das Werkzeug schlechthin. Denn er nagelt alles zu ganz geschwind. Doch pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. So ein Hammer ist das Werkzeug schlechthin. Ich bin sicher, du schaffst das. Nur wenn er mich über einen Hammer befragt. Bin gleich zurück. Großfix, ist es wirklich ein Hammer? Nein. Ein Hammer wäre viel zu einfach für diese Kinder. Also jetzt ist es eine Bohrmaschine. Bohrmaschine? Aber es... ist ein Geheimnis. Jetzt weiß ich's. Es gibt keinen Zweifel mehr. Es ist eine Bohrmaschine. So ein Bohrer ist das Werkzeug schlechthin. Denn er bohrt 100 Löcher geschwind. Doch pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. So ein Bohrer ist das Werkzeug schlechthin. Und was, wenn's keine ist? Richtig! Pass auf deine Finger auf, Finger auf, Finger auf. Pass auf deine Finger auf, weil du sie noch brauchst. Das reicht. Ich habe jetzt genug. Ich gehe jetzt und mache den Test. Ja. Ziffer? Komm nur rein. Professor, worum handelt es sich denn beim heutigen Test? Ach nichts, du hast schon bestanden. Was? Sie meinen, Sie werden mich überhaupt nichts fragen? Nicht nötig. Du bist ausgezeichnet im Umgang mit dem Pakomat. Woher wissen Sie das? Das ist ein Geheimnis. Und wir Fixies wissen, wie man ein Geheimnis wahrt. Die Schlüsselkarte. Papa! So, Professor Eugenius, Ihr Wasserkocher ist wieder einsatzbereit. Oh, danke euch. Ich sehne mich nach einer Tasse Tee. Ja. Hier ist kein Tee übrig. Dann werde ich die gute Elisa nach Tee fragen. Guck mal, Professor Eugenius, Sie haben Ihre Schlüsselkarte vergessen. Der Schlüssel, die Tür. Simka, du machst wohl Späße. Das ist dein Schlüssel. Das da ist nur eine Plastikkarte. Aber das ist ein Schlüssel. Ein besonderer, eine Schlüsselkarte. Um ein Zahlenschloss öffnen zu können, muss in der richtigen Reihenfolge ein Code eingegeben werden. Das bedeutet, dass man sich den Code merken muss. Wenn man aber eine Schlüsselkarte hat, dann muss man ihn sich nicht merken, weil er im elektronischen Gedächtnis der Karte gespeichert ist. Das Schloss kann den Code dann von der Karte ablesen. Es darf natürlich kein normales Schloss sein, sondern so eins, welches elektronische Codes lesen kann. Wenn der Code stimmt, dann öffnet sich das Schloss. Elisa, gibt es hier irgendwo Tee? Natürlich, Professor Eugenius. Wunderbar, dann nehme ich einen Beutel. Oh, ich habe meinen Schlüssel im Labor gelassen. Geben Sie mir bitte Ihren? Ja, aber vergessen Sie nicht, ihn zurückzugeben. Aber selbstverständlich, Elisa. Ich bitte Sie. Ich habe einen Teebeutel. Professor Eugenius, das Wasser kocht. Fantastisch. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Cha-cha-cha. Moment mal. Ah, oh nein. Ich sollte doch Elisa etwas wiedergeben. Warum fragen Sie sie nicht? Richtig. Ich bin gleich wieder da. Professor Eugenius! Das wäre Ihre Karte Nummer 2. Elisa, ich habe Ihnen doch was versprochen, oder? Ja, den Schlüssel. Sie wollten ihn zurückbringen. Ja, klar. Ich hole sie gleich. Eine Sekunde. Sie ist auch im Labor. Wie furchtbar. Wie kommen wir denn jetzt bloß zurück in das Labor? Tja nun, es gibt einen Weg, der ist aber geheim. Können Sie weggehen für eine Minute? Kollege, Professor,
Können Sie mir einen Gefallen tun, bitte? Der Schlüssel. Ich habe ihn auf dem Tisch liegen lassen. Ja, richtig. Das stimmt. Wie lösen wir das jetzt? Darüber muss ich nachdenken. Wieso darüber nachdenken? Wir schieben einfach die Karte unter der Tür durch. Hm? Glaubt ihr, ihr könnt das? Ja! Los an die Arbeit! Hey, was passiert da? Oh, haben Sie gerade nach mir gerufen? Nein, Elisa. Nicht nach Ihnen. Sie ist so schwer! Wisst ihr, wo Ziffer abgeblieben ist? Der denkt irgendwo nach. Das macht er immer, wenn gearbeitet werden muss. Hard Backboard! Hard Steuerboard! Gut gemacht, Nolik. Mit wem haben Sie denn gesprochen? Eigentlich... Oh, was ist das? Wo? Was? Was war das? Komm schon, wir probieren's nochmal. Schauen Sie, sehen Sie das? Oh. Das ist Telekinese. Oh. Die Kraft, Dinge bewegen zu können, durch Gedanken. Sie sind einfach erstaunlich. Haben Sie das auch mit Ihrem Denken getan? Die Tür? Ja, klar. Sie sind so ein Genie. Professor Eugenius ist ein sehr talentierter Wissenschaftler und ein guter alter Freund der Fixies. Er ist den Fixies immer behilflich und die Fixies helfen auch ihm gerne. Professor Eugenius hat den Fixies erlaubt, ihre Schule in seinem Labor einzurichten. Man kann sich keinen geeigneteren Ort für eine Fixies-Schule vorstellen. Aus der ganzen Stadt bringen Leute alle Arten von Dingen zum Testen ins Labor. Von Computern über Handys und Möbel bis hin zu Nahrungsmitteln und Spielzeug. Und Professor Eugenius untersucht die Qualität all dieser Dinge mit seinem Fachwissen. Deswegen befinden sich in seinem Labor unterschiedliche Geräte und Werkzeuge. Ja, Professor Eugenius ist wahrlich ein kluger Kopf, doch er kann des Öfteren auch zerstreut sein. Er hat großes Glück, dass es uns Fixies gibt. Danke für alles. Die Karte unter die Tür zu schieben? Das war Simkas Spitzenidee. Doch die Tür öffnete sich, während die Karte noch auf dem Boden lag. Wie seltsam. Da ist nichts Seltsames dran. Ich habe sie geöffnet. Wie? Ich bin einfach nur in das Schloss geklettert und habe rausgefunden, wie es funktioniert. Und Tidisch. Sehr clever. Ein echtes Tidisch. Gut, das Thema unserer nächsten Stunde lautet: erst nachdenken und dann handeln. Das Labor. Großmix braucht Hilfe! Komm mit zur Schule! Sofort! Was hat er gesagt? Dass wir zur Schule hin sollen. Weshalb? Weißt du warum? Keine Ahnung. Und du? Vielleicht hat Sim keine schlechte Note bekommen. Ich frage mich, ob Nolik Ärger gemacht hat. Oh, ich mache mir jetzt schon große Sorgen. La 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 la. Und das sind 5 und 6. Toller Haarschnitt. 7, 8. Hallo. Hallo, Werder. Wo ist Großfix? Ich bin nicht sicher, aber geht doch mal in den Chemiebereich und schaut dort nach. Im Chemiebereich? Sag mal, hat unser Nolik heute was angestellt? Nolik? Der macht doch immer nur Quatsch. Ah, wir sind also nicht wegen Nolik hier. Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes passiert. Ja, was denn? Es kann alles Mögliche sein. Dies ist nicht nur eine Fixie-Schule. Es ist ein richtiges Labor. In dem Labor, in dem Professor Eugenius arbeitet, ist immer Hochbetrieb. In der Abteilung für Mechanik testet und kreiert Professor Eugenius verschiedene Apparate und Mechanismen, um zu sehen, wie gut sie funktionieren. In der Chemieabteilung führt er Experimente mit Nahrung und deren Qualitätszuständen durch. In der Elektroabteilung repariert er elektronische Geräte und prüft ihre Sicherheit. Der Professor kann öfters sehr zerstreut sein. Und deswegen kann es bei ihm mal blubbern, knistern und sogar explodieren. Marcia, Liebes, mach dir im Moment keine Sorgen. Wie soll ich mir keine machen? Ziffer, hast du vielleicht Nolik gesehen? Weißt du, ob ihm irgendwas passiert ist? Wir befinden uns in einem Labor.
Hier kann alles Mögliche passieren. Oh Gott, was meinst du damit? Sowas halt. Ihr seht's ja, so läuft das hier. Und wo? Komm mit, schnell! Masya, mach keine Panik. Spule, oh, gut, dass ihr da seid. Ihr müsst uns bitte helfen. Was ist denn passiert? Großfix! Was? Wo? In der Mechanikabteilung dort. Und Simka und Nolik? Auch, die sind auch da. Ah, oh, meine Kinder. Bleib bloß ruhig. Masya ist meine Frau und die Mutter unserer Kinder Simka und Nolik. Masya ist eine Schönheit, eine gütige Seele und eine wunderbare Hausfrau noch dazu. Sie ist auch sehr verantwortungsbewusst und ein äußerst begabter Fixie. Von Küchengeräten und Apparaten hat sie viel mehr Ahnung als ich. Masya arbeitet von morgens bis abends. Sie repariert Dinge, kümmert sich um die Wäsche und macht sauber, denn sie hat Ordnung und Sauberkeit sehr gerne. Das Wichtigste für Masya sind allerdings ihre lieben Kinder. Sie kümmert sich liebevoll um sie und versucht sie vor Unheil zu beschützen. Manchmal steigert sie sich in absurde Sorgen und Vorstellungen hinein, aus Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte. Obwohl unser Nolik manchmal in solche Schwierigkeiten gerät, dass nicht einmal Masya davon träumen könnte. Wir werden dich retten! Du lebst! Was ist denn los? Ich muss doch gar nicht gerettet werden. Dann ist Simka diejenige, nicht du. Ich muss auch nicht gerettet werden. Mir geht's gut. Und weshalb macht ihr euch denn solche Sorgen? Alle sind am Leben. Also warum hast du uns hergeholt? Ich brauche eure Hilfe wegen eines kleinen Unfalls. Nolik, bist du schuld daran? Oh nein, der ist unschuldig. Im Gegenteil, er hilft mir bei der Reparatur. Papus, wir brauchen deine Hilfe, sonst schaffen wir es nicht, das Teil wieder einzusetzen. Dieses? Tidisch! Oh, eine perfekte Reparatur. War das der einzige Grund, weshalb wir herkommen sollten? Nun ja, ich brauchte eure sofortige Hilfe, deswegen habe ich nach euch geschickt. Aber Feuer hat... Wieso Feuer? Wieso war es immer Feuer? Wieso musstest du uns so erschrecken? Ich hab euch doch nicht erschreckt. Das wart ihr ganz von alleine. Die Batterien. Oh, kleine Zitrone, warte nur. Eines Tages wirst du ein großer, hübscher Baum. Guck mal, sie redet mit einem Blumentopf. Oh, ihr seid's, Jungs. Gefällt er euch? Was denn? Mein Setzling, seht ihr ihn? Er wird ein schöner, großer Baum werden. Und da, zwischen den grünen Blättern, werden wunderschöne gelbe Zitronen wachsen. Klasse! Aus dem Ding? Zitronen? Oh ja, es wird schon ein Baum draus werden. Dafür muss er lediglich Energie sammeln. Er braucht Energie? Woher denn? Von unserer Sonne! Der Sonne? Die ist doch viel zu lahm. Oh! Batterien wären viel schneller als die Sonne. Batterien? Das glaube ich eher nicht. Spule, weißt du, wie viel Energie die haben? Lass uns ein paar Batterien hier vergraben. Und du wirst sehen, wie dein Zitronenbaum in die Höhe schnellen wird. Bist du ganz sicher? Selbstverständlich. Und wo kriegen wir die Batterien her? Da drüben. Professor Eugenius hat eine ganze Schachtel voll davon. Batterien, Batterien, ja, die brauchen wir tagtäglich und zwar massenhaft. Batterien, Batterien, geben unseren elektrischen Geräten Kraft. Batterien, schon. Vor dem Wochenende werden wir die ersten Zitronen sehen.
Die erste Batterie der Welt wurde in Italien vor mehr als 200 Jahren gemacht. Wenn zwei unterschiedliche Arten von Metall in salziges Wasser gelagert wurden, begann Strom aus einem Stück Metall zu dem anderen durch einen Draht zu fließen. Viele Jahre sind seitdem vergangen, aber Batterien arbeiten immer noch auf so ziemlich die gleiche Weise. Heutzutage kann man Batterien, die für Strom gebraucht werden, überall finden. Winzige Batterien werden für Armbanduhren verwendet, während die großen Batterien Autos und sogar Schiffe antreiben können. Da Millionen von neuen Batterien produziert werden, stellt sich die folgende Frage: Wie werden wir die alten los? Sie können nicht einfach weggeworfen werden, weil sie unsere Erde und Wasser vergiften würden. Der beste Weg, um Batterien zu entsorgen, ist, sie zu einer speziellen Sammelstation zu bringen, die sie an Fabriken für Recycling sendet. Ja, ja! Die Idee, Batterien zu vergraben, ist furchtbar. Dadurch können Pflanzen, die dort wachsen, sterben. Und aus genau diesem Grund legt Professor Eugenius alle gebrauchten Batterien in die Schachtel dort, damit er sie richtig entsorgen kann. Hey, wo sind sie hin? Oh, mein Setzling, was machen wir nur? Was? Wo sind die Batterien? Sie sind im Blumentopf. Wieso? Damit die Zitronen schneller... Mit Batterien? Wessen Schnapsidee war das denn? Das ist tödlich. Schnell, wir müssen ihn retten. Diese Erde ist verseucht. Der Setzling braucht schnell ein neues Zuhause. Aber wo? Da drüben, da ist ein Topf mit guter Erde. Los geht's. Batterien, Batterien. Jede Form und jede Größe kann da möglich sein. Batterien, Batterien können grün und blau und gelb und auch mal rötlich sein. Stark werden mit Zweigen voll wunderschöner Zitronen. Und Orangen. Und Wassermelonen. Das ist ein Zitronenbaumfeuer. Musst du denn jedes Mal übertreiben? Wie mit den Batterien? Naja, trotzdem. Batterien sind cool, oder? Schaut nur, wie viele Geräte durch sie arbeiten. Richtig, Geräte brauchen sie. Seht, der Setzling erwacht wieder zum Leben. Er lebt wirklich. Spule, sag schon, ist es nicht herrlich? Herrlich! Die sprechende Puppe. Nun denn, jetzt wisst ihr ja, wie man sie repariert. Professor! Professor! Der Unterricht ist vorbei. Entschuldigt die Störung. Kein Problem, Professor Eugenius, die Stunde ist vorbei. Es ist äußerst dringend. Sehen Sie? Mama, Konnichiwa. Ah, Sie haben eine sprechende Puppe. Ja, aber sie spricht Japanisch. Das Problem ist aber, dass sie Deutsch sprechen soll. Ihr bringt sie bei. Eine neue Technologie. Ich bin überfragt. Keine Sorge. Das schaffen wir schon, Professor. Danke, Herr Kollege. Sie sind immer gleich zur Stelle. Was täte ich nur ohne Sie? Professor, was ist denn mit der Puppe? Nicht jetzt, Kinder. Die Puppe ist unser morgiges Thema. Geht jetzt bitte nach Hause. Ich weiß sowieso schon alles über die Puppe. Im Ernst? Ihre Stimme zu verändern ist so leicht. Das kann jeder. Aber wie? Kommt mit, ich zeig's euch. Sprechenden Puppen hatten ein quietschendes Gerät, das Geräusche machte. Wenn man die Puppe umdrehte, dann presste sich die Luft im Gerät durch einen Quietscher und der produzierte dann ein Geräusch, das so ähnlich klang wie das Wort Mama. Komisch. Heutzutage werden Stimmen und Geräusche auf Elektrochips aufgenommen,
die mit kleinen Abspielgeräten in die Puppe eingebaut werden. Man drückt einen Knopf und die Geräusche werden gespielt. Jetzt können Puppen mit Leichtigkeit Mama und Papa und alles Mögliche sagen. Hier ist der Chip. Auf ihm ist die aufgenommene Stimme der Puppe. Das ist stark. Kann man die Stimme denn neu aufnehmen? Na klar. Also gut, ich muss gehen. Hopp. Bis dann. Warte, Nolik. Ich habe eine super witzige Idee für einen Scherz. Was, wenn wir... Das auf dem Rad, dann stehen wir. Aha. Also nun, wie gestern versprochen, erzähle ich euch heute von sprechenden Puppen. Einige sprechen, wenn man sie schaukelt, andere reagieren auf Geräusche. Und um diese Dame zum Sprechen zu bringen, muss man einen Knopf betätigen. Wer möchte gerne? Spule! Ich? Na gut, ich mach's gern. Also los, drück auf den Knopf, dann sagt sie, hallo Mama. Momentan auf Japanisch. Spule! Ist das Japanisch für Hallo? Spule, warum ist in deinem Packomat ein Foto von Ziffer versteckt? Woher kann sie das bloß wissen? Bist du etwa verliebt? Die Puppe lebt! Das nennen sie Scherzen. Ich habe noch eine viel bessere Idee für einen Scherz. Ja. Hm? Was? Spule, wein doch nicht. Die Puppe lebt nicht. Doch, sie lebt! Ich sag dir, wer diesen Scherz gemacht hat. Das waren Feuer und Nolik. Es stimmt. Aber jetzt zahlen wir es ihnen heim. Wie? Also komm, der klügste Fixi in unserer Klasse ist Ziffer. Manchmal denke ich, dass er über alles Bescheid weiß. Professor Großfix hegt viel Respekt für ihn. Ziffer ist immer mit Denken beschäftigt und mag es nicht, wenn man ihn davon ablenkt. Er hat einfach keine Zeit, um mit den anderen Jungs rumzualbern. Ziffer zieht es vor, Probleme mit seinem Gehirn zu lösen, anstatt mit Muskelkraft. Deswegen tut er sich schwer beim Sportunterricht. Weil er aber so süß ist, muss man ihm einfach helfen. Eigentlich ist Ziffer nicht immer so gut bei der Handreparatur. Aber niemand versteht Technik besser als er. Wenn etwas kaputt geht, dann kann er immer genau herausfinden, was das Problem ist und einen Weg finden, um es auf die beste Art zu lösen. Dieses Mal machen wir es noch lustiger. Aha. Oh, ihr seid wieder da, ihr Gauner. Jetzt werde ich euch zeigen, was man mit bösen Jungs macht, die kleine Mädchen ärgern. Oh, jetzt habt ihr Angst. Das geschieht euch recht, ja? Die haben wohl gedacht, dass die Puppe wirklich lebt. Weißt du was, Ziffer? Ich dachte mir eben, dass es besser wäre, wenn sie lebendig wäre. Oh, Spule, du stellst echt Ansprüche. Die Türklingel. Nolik! Nolik! Was machst du denn da? Ich pfeife nur ein Lied. Willst du dieses Lied etwa pfeifen, bis Tom Thomas wieder da ist? Er ist doch gerade erst für eine Woche weggefahren. Und wir erwarten Gäste, erinnerst du dich? Welche Gäste? Ich habe alle eingeladen. Die Klasse? Ja! Klasse! Schlafen die da drin etwa, oder was? Erst laden sie uns ein und dann machen sie einfach nicht auf? Hm. Dann gebe ich das Geschenk halt euch. Feuer, vielleicht probierst du es jetzt nochmal. Wenn sie kommen, läuten sie an der Tür. Warum denn? Weshalb machen sie es nicht wie immer und klettern durchs Schlüsselloch? Auf keinen Fall. Heute läuft das anders, Nolik. Sie sind nämlich unsere Gäste. Ah.
Die Gäste klingeln draußen und die Gastgeber lassen sie rein. Es läutet nicht. Glaubst du, die Türklingel ist kaputt? Ich sag, wir reparieren's. Bevor wir irgendwas reparieren, müssen wir wissen, was nicht in Ordnung ist. Erst reparieren wir sie und dann werden wir es wissen. Früher in den alten Zeiten haben die Leute eine Glocke mit einer Schnur über ihre Tür gehängt und Gäste haben daran gezogen, damit es klingelt. Heute sind Türklingeln elektrisch und machen verschiedene Geräusche. Einige summen, andere klingeln und einige zwitschern wie Vögel. Die Töne kommen aus einer Schachtel innerhalb des Hauses, die Glocke genannt wird. Um die Glocke zu läuten, drückt man einen Knopf, der außen angebracht ist. Der Knopf funktioniert so wie ein Lichtschalter. Aber anstatt Licht zu machen, macht er Geräusche. Wer da? Hilfst du mir mal? Ich sollte darüber nachdenken. Ja. Simka! Glaubst du, deine Gäste kommen überhaupt? Simka! Tula, hallo! Die Türklingel funktioniert nicht. Sie ist wohl kaputt. Seltsam. Heute Morgen ging sie noch. Nolik, komm mit. Erst prüfen wir die Kontakte. Ja, gut und fest. Okay, jetzt den Lautsprecher. Oh, der Lautsprecher geht. Vielleicht gibt's ein Problem mit der Elektronik. Und was, wenn wir die Drähte abtrennen und auswechseln? Was passiert dann? Gleich werden wir es wissen. Weißt du was? Wir sollten die Drähte direkt miteinander verbinden. Ist das nicht gefährlich? Wir werden sehen. Keine Sorge, noch ist nichts passiert. Feuer. Er ist die Maschine unserer Klasse. Er ist der Schnellste, der Wendigste und der Mutigste. Feuer kann nicht mal eine Minute lang stillsitzen. Er ist immer auf der Suche nach Abenteuern. Ständig brennen neue Ideen in seinem Gehirn. Und deswegen heißt er Feuer. Aber weil seine Ideen nicht immer gut sind, hat er ständig Schrammen und Beulen. Er muss immer übertreiben. Ihm ist einfach nicht zu helfen. Wenn er eine brandneue Idee hat, dann vergisst er sogar manchmal die Schule. Großfix bestraft ihn dann. Das scheint Feuer nicht weiter zu stören, weil ihm sogleich ein neuer Plan durch den Kopf geht. Um ehrlich zu sein, ist mir Feuer am liebsten von all den Jungen aus unserer Klasse. Es ist einfach nie langweilig, wenn er dabei ist. Hey, ihr da unten. Ich weiß, warum es nicht funktioniert. Na, dann sag es uns doch. Im gesamten Haus gibt's keinen Strom. Und deshalb funktioniert die Klingel nicht. Wow, 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 wow. Und jetzt? Können wir nicht wie echte Gäste zu Besuch kommen, bis der Strom wieder geht? Und wann wird sie wieder gehen? Weiß nicht. Es könnte viele Stunden dauern, Leute. Oh, der Strom ist zurück. Genug geläutet. Feuer, hör auf rumzualbern. Er eilert gar nicht herum. Ich bin's nicht, klar. Wer klingelt denn dann? Keine Ahnung. Aber ich weiß es. Die Türklingel läutet, weil Feuer die Drähte miteinander verbunden hat. Stimmt, aber ich mach's gleich mal heil. Ha, deine Gäste sind echt laut. Ja, Gott sei Dank sind die Menschen gerade nicht zu Hause. Hallo? Hallo, liebste Gäste. Treten Sie bitte durch das Schlüsselloch herein. Also, sollen wir reingehen? Wohin? Na, ins Haus. Nee, das machen Gäste doch nicht. Was sollen wir dann tun? Echte Gäste läuten nämlich an der Tür. Okay, haltet mich fest. Jeppa. Die sprechende Puppe. Nun denn, jetzt wisst ihr ja, wie man sie repariert. Professor! Professor! Der Unterricht ist vorbei. Entschuldigt die Störung. Kein Problem, Professor Eugenius. Die Stunde ist vorbei. Es ist äußerst dringend. Sehen Sie? Mama, konnichiwa. Sie haben eine sprechende Puppe. Ja, aber sie spricht Japanisch. Das Problem ist aber, dass sie Deutsch sprechen soll. Wir bringen sie bei. Eine neue Technologie. Ich bin überfragt. Keine Sorge. Das schaffen wir schon, Professor. Danke, Herr Kollege. Sie sind immer gleich zur Stelle. Was täte ich nur ohne Sie?
jetzt, Kinder. Die Puppe ist unser morgiges Thema. Geht jetzt bitte nach Hause. Ich weiß sowieso schon alles über die Puppe. Im Ernst? Ihre Stimme zu verändern ist so leicht. Das kann jeder. Aber wie? Kommt mit, ich zeig's euch. Die ersten sprechenden Puppen hatten ein quietschendes Gerät, das Geräusche machte. Wenn man die Puppe umdrehte, dann presste sich die Luft im Gerät durch einen Quietscher und der produzierte dann ein Geräusch, das so ähnlich klang wie das Wort Mama. Komisch. Heutzutage werden Stimmen und Geräusche auf Elektrochips aufgenommen, die mit kleinen Abspielgeräten in die Puppe eingebaut werden. Man drückt einen Knopf und die Geräusche werden gespielt. Jetzt können Puppen mit Leichtigkeit Mama und Papa und alles Mögliche sagen. Hier ist der Chip. Auf ihm ist die aufgenommene Stimme der Puppe. Das ist stark. Kann man die Stimme denn neu aufnehmen? Na klar. Also gut, ich muss gehen. Bis dann. Warte, Nolik. Ich habe eine super witzige Idee für einen Scherz. Was, wenn wir... Das auf den Rasen, dann stehen wir. Aha. Also nun, wie gestern versprochen, erzähle ich euch heute von sprechenden Puppen. Einige sprechen, wenn man sie schaukelt. Andere reagieren auf Geräusche. Und um diese Dame zum Sprechen zu bringen, muss man einen Knopf betätigen. Wer möchte gerne? Spule! Ich? Na gut. Ich mach's gern. Also los. Drück auf den Knopf, dann sagt sie Hallo Mama. Hehehe. Momentan auf Japanisch. Spule! Ist das japanisch für Hallo? Spule! Warum ist in deinem Pakomat ein Foto von Ziffer versteckt? Woher können Sie das bloß wissen? Bist du etwa verliebt? Die Puppe lebt! Das nennen Sie Scherzen. Ich habe noch eine viel bessere Idee für einen Scherz. Ja. Was? Spule, wein doch nicht. Die Puppe lebt nicht. Doch, sie lebt! Ich sag dir, wer diesen Scherz gemacht hat. Das waren Feuer und Nolik. Es stimmt. Aber jetzt zahlen wir es ihnen heim. Wie? Der klügste Pixie in unserer Klasse ist Ziffer. Manchmal denke ich, dass er über alles Bescheid weiß. Professor Großfix hegt viel Respekt für ihn. Ziffer ist immer mit Denken beschäftigt und mag es nicht, wenn man ihn davon ablenkt. Er hat einfach keine Zeit, um mit den anderen Jungs rumzualbern. Ziffer zieht es vor, Probleme mit seinem Gehirn zu lösen, anstatt mit Muskelkraft. Deswegen tut er sich schwer beim Sportunterricht. Weil er aber so süß ist, muss man ihm einfach helfen. Eigentlich ist Ziffer nicht immer so gut bei der Handreparatur. Aber niemand versteht Technik besser als er. Wenn etwas kaputt geht, dann kann er immer genau herausfinden, was das Problem ist und einen Weg finden, um es auf die beste Art zu lösen. Dieses Mal machen wir es noch lustiger. Aha. Oh, ihr seid wieder da. Ihr Gauner. Jetzt werde ich euch zeigen, was man mit bösen Jungs macht, die kleine Mädchen ärgern. Oh, jetzt habt ihr Angst. Das geschieht euch recht, ja? Die haben wohl gedacht, dass die Puppe wirklich lebt. Weißt du was, Ziffer? Ich dachte mir eben, dass es besser wäre, wenn sie lebendig wäre. Oh, Spule, du stellst echt Ansprüche. Der Babymonitor. Oh, mein alter Babymonitor. An. Test, Test, Test. 1, 2, 3, Test. Es funktioniert. Warum geben wir ihn nicht einfach Familie Müller? Die haben doch gerade ein Baby bekommen. Der gehört mir. Und ich will ihn auch benutzen. Bist du nicht schon zu groß dafür? Nein, ich bin gar nicht groß. Ach so? Ich wusste nicht, dass du noch ein kleiner Junge bist. Und ein Habgieriger noch dazu. Das merken die im Leben nicht. Hey, Fixies. Seid ihr da?
Mir, warum hast du uns gerufen? Ich werde euch zeigen, wie man Gedanken lesen kann. Ich weiß nicht, ob ich dir das abnehmen kann. Okay, soll ich's beweisen? Ich werde rausgehen und ihr versteckt diesen Knopf, wo immer ihr wollt. Dann werde ich reinkommen und ihn finden. Abgemacht! Wo wäre ein gutes Versteck? Also, wir müssen uns eins überlegen. Genau hier, unter der Tastatur. Spitze! Aha. Sehr gut, Nolik. Komm jetzt rein. Wir sind schon bereit. Und jetzt werde ich eure Gedanken lesen. Passt mal auf. Der Knopf ist hier. Tada! Er kann wirklich Gedanken lesen. Ah, das war doch bloß Glück. Lass es uns doch mal probieren. Alles klar, kein Problem. Wir müssen einfach raffinierter sein. Verda, sie ist das schönste Mädchen unserer Klasse. Sie weiß es auch und scheut sich nicht, das auszunutzen. Sie kann sogar ein bisschen hinterhältig sein. Wenn sie zum Beispiel Hilfe bei den Hausaufgaben braucht, dann wird Ziffer plötzlich ihr bester Freund. Und wenn sie zu faul ist, ihren Pakomat zu tragen, sagt sie, Feuer, bitte hilf mir, du bist so ein starker Fixi. Und wir Jungs, wir mögen sie trotzdem. Ziffer und Nolik und ich wohl auch. Obwohl ich Simka lieber mag. Oder Verda. Oder doch beide. Ich habe mich noch nicht entschieden. Verda kann zickig und manchmal herrisch sein. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Verda ist eine gute Freundin, die einem immer hilft. Naja, aber nur, wenn sie schafft, sich vom Spiegel loszureißen. Ich finde, dass wir ihn in diesen Bleistiftbecher verstecken sollten. Und dann denken wir an etwas anderes. Das ist gut. Wird aber nicht klappen, Fixies. Komm jetzt rein! Aha. Aha. Hier ist er. Tadish. Simka, hast du etwa an den Becher gedacht? Nein, ich schwör's. Und mein Hirn war leer. Wer war's dann, hä? Aha. Tom Thomas, vielleicht machen wir's nochmal. So oft ihr wollt. Ich weiß, wie er es die ganze Zeit gemacht hat. Mit einem Babymonitor. Durch ihn hört er alles, was wir reden. Ich versteh's nicht. Ein Babymonitor hilft Eltern, über ihre Babys zu wachen. Das System besteht aus zwei Geräten, die wie Handys aussehen. Eines der Geräte behalten die Eltern bei sich. Und das andere wird in das Zimmer getan, in dem das Baby schläft. Wenn das Baby aufwacht und zu weinen beginnt, dann erkennt das Gerät im Babyzimmer die Klänge und sendet sie per Radiowellen an das Gerät der Eltern. Mama oder Papa werden es hören und können so zum Baby gehen und es beruhigen. Dann belauscht er uns in diesem Moment also gerade. Dieses Mal weiß ich, was wir machen müssen. Wir verstecken ihn unter dem Globus. Such mal. Aha. Aha. Hä? Wo ist der? Könntest du Gedanken lesen, würdest du ihn ganz einfach unterm Babymonitor finden. Das war ein Trick. Das ist aber nicht nett. Und uns zu belauschen, ist das etwa fair? Tut mir leid, ich dachte, das wäre witzig. Naja, trotzdem, Tom Thomas, du bist zu alt für dieses Ding. Es sei denn, du brauchst es vielleicht noch. Ich bin kein Baby. Ich wollte ihn, wisst ihr, nur ausprobieren. Ich werde ihn meiner Mutter geben. Mama, ich will nicht habgierig sein. Was meinst du? Lass uns den Monitor den Müllers geben. Und dieses Auto ist für ihr kleines Baby. Ich glaube, das ist noch viel zu klein ist für dein Auto. Macht nichts. Bald wird er größer werden und ein echter Junge sein, stimmt's? Wie ich. Das Ersatzteil. Hä? Was ist los? Eben ging es noch. Tom Thomas? Simka, Nolik. Hey, ich habe ein Problem. Keine Zeit. Sind beschäftigt. Beschäftigt? Womit denn? Heute sind wir hier verantwortlich. Dürfen sogar einen Pakomat benutzen. Papus und Marcia sind Fixi-Freunde besuchen gegangen. Papus hat damals mit ihnen am Raumfahrtzentrum gearbeitet.
Seit seiner Kindheit hat er immer davon geträumt, ins All zu fliegen. Pixies werden schließlich auch auf Raketen gebraucht. Er bekam sogar Arbeit am Trainingszentrum für Astronauten. Dort war Pacus für die Zentrifuge verantwortlich. Er sorgte dafür, dass sie perfekt arbeitete. Sie ist eine Art sehr schnelles Karussell, um Astronauten zu trainieren. Auch Pacus hat in ihr trainiert. Und glücklicherweise hatte er ausgerechnet an dem Tag, als die Rakete ins All gestartet war, einen freien Tag und kam zu spät. Die Rakete flog ohne ihn ins Weltall. Und seitdem hasst Pacus einfach seine freien Tage. Aber er hat nie aufgehört, davon zu träumen, etwas zu reparieren, das eine Ähnlichkeit mit der Zentrifuge hat. Wie zum Beispiel eine Waschmaschine. Doch dank eines unglücklichen Zustandes geht die Waschmaschine einfach nie kaputt. Bedeutet das, dass ihr alles repariert? Aha. Na dann ist es euer Glückstag, denn mein Auto ist kaputt. Hurra, wir haben Arbeit. Nolik, los geht's. Also, was ist hier kaputt? Sekunde. Ha, dieses Teil ist ausgebrannt. Aber das ist ja voller Ruß. Ich frage mich, wo es dasselbe Teil gibt, aber sauber. Ein sauberes? Nolik! Genial! In der Spülmaschine gibt's genau dasselbe Teil. Das können wir nehmen. Komm mit! Hast du eine Ahnung, wie alle diese Teile miteinander verbunden sind? Mit dem Ding da unter dir. Dieses Teil wird übrigens Leiterplatte genannt. Leiterplatten werden so hergestellt. Erst wird die Platte mit einer dünnen Metallschicht überzogen. Dann werden Pfade auf der Platte markiert, durch welche der Strom fließen soll. Danach wird all das überschüssige Metall mit einer speziellen chemischen Lösung abgewaschen und die freigewordenen Metallpfade funktionieren dann wie Drähte. Diese Drähte verbinden die Teile auf der Platte miteinander. Und alles, was dann nur noch getan werden muss, ist, die Teile mit den jeweiligen Pfaden zu verlöten. Zieh dran! Griech! Tom Thomas, Tirisch! Ja, es funktioniert! Tom Thomas, ich mach die Spülmaschine an. Liegt in deinem Zimmer noch schmutziges Geschirr? Nein! Halt an! Warum denn? Halte deine Mutter auf! Wir haben doch das Teil aus der Spülmaschine ausgebaut. Mama, warte! Nicht anmachen! Ich habe noch einen schmutzigen Becher. Nolik, los, mir nach! Im Fernseher gibt's dasselbe Teil. Jetzt zurück zur Spülmaschine. Wir haben das Teil von dem Fernseher aus dem Wohnzimmer genommen. Nicht der Fernseher. Oh, die Lieblingssendung von Mama fängt gleich an. Der Fernseher, er funktioniert wieder. Und wo habt ihr das Teil her? Na, aus dem Computer deines Vaters. Hallo alle zusammen, bin zu Hause. Hi Schatz, Abendessen ist gleich fertig. Ich komm gleich, ich muss nur noch was am Computer arbeiten. Simka, schnell! Wo sonst gibt es so ein Teil? Halt, ihr seid genug gerannt. Hier, baut's wieder aus dem Auto aus. Und dann stecken wir das Teil wieder rein und der Computer funktioniert. Oh, das war wirklich dusselig. Merkt euch, meine kleinen Experten, repariert niemals ein Gerät auf Kosten eines anderen. Jetzt habe ich's verstanden. Ich verstehe es auch. Ihr hättet doch das Teil aus dem alten Radio in der Rumpelkammer nehmen können. Papus, aber du weißt doch, dass das Radio dann nicht gehen würde. Das Ding ist doch schon seit Jahren kaputt. Marcia und ich haben da schon die Hälfte der Teile ausgebaut. Das Labor. Großmix braucht Hilfe! Komm mit zur Schule! Sofort! Was hat er gesagt? Dass wir zur Schule hin sollen. Weshalb?
Weißt du warum? Keine Ahnung. Und du? Vielleicht hat Sim keine schlechte Note bekommen. Ich frage mich, ob Nolik Ärger gemacht hat. Ich mache mir jetzt schon große Sorgen. La, 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 la. Und das sind 5 und 6. Toller Haarschnitt. 7, 8. Hallo. Hallo, Werder. Wo ist Großfix? Ich bin nicht sicher, aber geht doch mal in den Chemiebereich und schaut dort nach. Im Chemiebereich? Sag mal, hat unser Nolik heute was angestellt? Nolik? Der macht doch immer nur Quatsch. Aha, wir sind also nicht wegen Nolik hier. Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes passiert. Ja, was denn? Es kann alles Mögliche sein. Dies ist nicht nur eine Fixie-Schule. Es ist ein richtiges Labor. In dem Labor, in dem Professor Eugenius arbeitet, ist immer Hochbetrieb. In der Abteilung für Mechanik testet und kreiert Professor Eugenius verschiedene Apparate und Mechanismen, um zu sehen, wie gut sie funktionieren. In der Chemieabteilung führt er Experimente mit Nahrung und deren Qualitätszuständen durch. In der Elektroabteilung repariert er elektronische Geräte und prüft ihre Sicherheit. Der Professor kann öfters sehr zerstreut sein. Und deswegen kann es bei ihm mal blubbern, knistern und sogar explodieren. Marcia, Liebes, mach dir im Moment keine Sorgen. Wie soll ich mir keine machen? Ziffer, hast du vielleicht Nolik gesehen? Weißt du, ob ihm irgendwas passiert ist? Wir befinden uns in einem Labor. Hier kann alles Mögliche passieren. Oh Gott, was meinst du damit? Sowas halt. Ihr seht's ja, so läuft das hier. Und wo? Komm mit, schnell! Marcia, mach keine Panik. Spule, oh, gut, dass ihr da seid. Ihr müsst uns bitte helfen. Was ist denn passiert? Oh, da! Oh, Großfix! Was? Wo? In der Mechanikabteilung dort! Und Simka und Nolik? Auch, die sind auch da! Ah, oh, meine Kinder! Bleib bloß ruhig! Marcia ist meine Frau und die Mutter unserer Kinder Simka und Nolik. Marcia ist eine Schönheit, eine gütige Seele und eine wunderbare Hausfrau noch dazu. Sie ist auch sehr verantwortungsbewusst und ein äußerst begabter Fixie. Von Küchengeräten und Apparaten hat sie viel mehr Ahnung als ich. Marcia arbeitet von morgens bis abends. Sie repariert Dinge, kümmert sich um die Wäsche und macht sauber, denn sie hat Ordnung und Sauberkeit sehr gerne. Das Wichtigste für Marcia sind allerdings ihre lieben Kinder. Sie kümmert sich liebevoll um sie und versucht, sie vor Unheil zu beschützen. Manchmal steigert sie sich in absurde Sorgen und Vorstellungen hinein, aus Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte. Obwohl unser Nolik manchmal in solche Schwierigkeiten gerät, dass nicht einmal Marcia davon träumen könnte. Wir werden dich retten! Du lebst! Was ist denn los? Ich muss doch gar nicht gerettet werden. Dann ist Simka diejenige, nicht du. Ich muss auch nicht gerettet werden. Mir geht's gut. Und weshalb macht ihr euch denn solche Sorgen? Alle sind am Leben. Also warum hast du uns hergeholt? Ich brauche eure Hilfe wegen eines kleinen Unfalls. Nolik, bist du schuld daran? Oh nein, der ist unschuldig. Im Gegenteil, er hilft mir bei der Reparatur. Papus, wir brauchen deine Hilfe, sonst schaffen wir es nicht, das Teil wieder einzusetzen. Dieses? Tidisch! Oh, eine perfekte Reparatur. War das der einzige Grund, weshalb wir herkommen sollten? Nun ja, ich brauchte eure sofortige Hilfe, deswegen habe ich nach euch geschickt. Aber Feuer hat... Wieso Feuer? Wieso war es immer Feuer? Wieso musstest du uns so erschrecken? Ich hab euch doch nicht erschreckt. Das wart ihr ganz von alleine. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim.
es. Hey! Die Luft ist rein. Oh, sieh mal hier. Ein Handy. Vielleicht hat Tom ein neues bekommen. Oh, wow. Noli, halt. Wie toll. Oh. Komm zurück. Das ist nicht meins. Oh, Kathi hat es hier vergessen. Kathi! Kathi! Sie ist weg. Schon zu spät. Oh, eine SMS ist angekommen. Du willst sie doch nicht etwa lesen? Natürlich nicht. Aber was, wenn es wichtig ist? Tom Thomas, wag es nicht, ihre Briefe zu lesen. Aha, sehr interessant. Ach nee. Hier sind ja Tonnen von Nachrichten. Hey, Nolik, du gehst und lenkst ihn vom Telefon ab. Aha. Kaubacke! Hey! Ich bin's, dein Kumpel Nolik. Hey, du! Backe, hör jetzt auf. Hör auf, das reicht jetzt mit dem Bellen. Raus jetzt mit dir, sofort. Geschafft. So, jetzt ist es abgeschaltet. Was soll das? Eben ging das Handy doch noch. Oh, dann hast du es wohl kaputt gemacht. Wie? Habe ich nicht. Hast du wohl. Naja, Tom Thomas, jetzt musst du es wohl Kathi so zurückgeben. Wie kann denn das sein? Das ist passiert, weil du die Nachrichten von anderen gelesen hast. Es war nur eine SMS. Eine SMS ist nichts anderes als ein Brief. Sie ist bloß kürzer. Leute senden SMS mit ihren Handys. Und deswegen ist es gemein, jemanden ins Handy zu schauen und dessen SMS zu lesen. Das ist wie, als wenn man Briefe von jemandem lesen würde. Und deswegen haben wir Fixies immer unsere Kopfhörer auf, wenn wir in einem Handy arbeiten, falls jemand anruft. Auf diese Weise hören wir nicht die privaten Gespräche anderer Leute. So etwas gehört sich einfach nicht. Ich verspreche es, ich werde nie mehr Nachrichten anderer lesen. Aber davon wird das Handy auch nicht wieder heil. Und jetzt? Sagen wir ihm die Wahrheit? Keine Sorge, Tom Thomas, denn wir haben es ausgemacht. Und jetzt werden wir es anschalten. Siehst du, die Kontakte berühren sich nicht. Wir schreiben einfach eine Nachricht an die Fixies bei Kathi. Die können es sicher reparieren. In jedem Zuhause leben Fixies und sie haben immer sehr viel Arbeit zu erledigen. Erst spinnt das Fernsehgerät, dann geht die Türklingel kaputt, die Waschmaschine gibt ihren Geist auf oder das Telefon will nicht klingeln. Und außer all dem müssen Dinge aufgeräumt und geölt werden. So wie zum Beispiel die Küchengeräte oder Kinderspielzeug und solche Sachen. Moderne Haushalte sind voll von allerlei Apparaten. Und deswegen müssen Fixies Tag ein und Tag aus arbeiten. Leider kann die viele Arbeit die Fixies oft sehr in Anspruch nehmen. Und so vergessen sie ihre Fixie-Verwandten und ihre Freunde, die in den Nachbarshäusern und Wohnungen leben. Und das gehört sich nicht. Genau wie Menschen müssen Fixies sich gegenseitig öfter besuchen gehen, sich Briefe schreiben oder sich wenigstens Grüße senden. Ihr seid die Besten. Jetzt kann ich Kathi anrufen und ihr sagen, dass ihr Handy hier ist. Tom Thomas, rufst du an? Ja. Und wen denn? Kathi? Und wo ist ihr Handy? Oh. Tom Thomas, gut gefangen. Wow, du bist schnell. Wie ein...
Wie ein Fixie. Die sprechende Puppe. Nun denn, jetzt wisst ihr ja, wie man sie repariert. Professor. Professor. Der Unterricht ist vorbei. Entschuldigt die Störung. Kein Problem, Professor Eugenius. Die Stunde ist vorbei. Es ist äußerst dringend. Sehen Sie? Sie haben eine sprechende Puppe. Ja, aber sie spricht Japanisch. Das Problem ist aber, dass sie Deutsch sprechen soll. Ihr bringt sie bei. Eine neue Technologie. Ich bin überfragt. Keine Sorge. Das schaffen wir schon, Professor. Danke, Herr Kollege. Sie sind immer gleich zur Stelle. Was täte ich nur ohne Sie? Professor, was ist denn mit der Puppe? Nicht jetzt, Kinder. Die Puppe ist unser morgiges Thema. Geht jetzt bitte nach Hause. Ich weiß sowieso schon alles über die Puppe. Im Ernst? Ihre Stimme zu verändern ist so leicht. Das kann jeder. Aber wie? Kommt mit, ich zeig's euch. Die ersten sprechenden Puppen hatten ein quietschendes Gerät, das Geräusche machte. Wenn man die Puppe umdrehte, dann presste sich die Luft im Gerät durch einen Quietscher und der produzierte dann ein Geräusch, das so ähnlich klang wie das Wort Mama. Komisch. Heutzutage werden Stimmen und Geräusche auf Elektrochips aufgenommen, die mit kleinen Abspielgeräten in die Puppe eingebaut werden. Man drückt einen Knopf und die Geräusche werden gespielt. Jetzt können Puppen mit Leichtigkeit Mama und Papa und alles Mögliche sagen. Hier ist der Chip. Auf ihm ist die aufgenommene Stimme der Puppe. Das ist stark. Kann man die Stimme denn neu aufnehmen? Na klar. Also gut, ich muss gehen. Hopp. Bis dann. Warte, Nolik. Ich habe eine super witzige Idee für einen Scherz. Was, wenn wir das auf dem Rasen stehen? Aha. Also nun, wie gestern versprochen, erzähle ich euch heute von sprechenden Puppen. Einige sprechen, wenn man sie schaukelt. Andere reagieren auf Geräusche. Und um diese Dame zum Sprechen zu bringen, muss man einen Knopf betätigen. Wer möchte gerne? Spule. Ich? Na gut. Ich mach's gern. Also los. Drück auf den Knopf, dann sagt sie Hallo Mama. Momentan auf Japanisch. Spule. Ist das Japanisch für Hallo? Spule, warum ist denn deinem Papomat ein Foto von Ziffer versteckt? Woher kann sie das bloß wissen? Bist du etwa verliebt? Die Puppe lebt! Das nennen sie Scherzen. Ich habe noch eine viel bessere Idee für einen Scherz. Ja. Hm? Was? Spule, wein doch nicht. Die Puppe lebt nicht. Doch, sie lebt! Ich sag dir, wer diesen Scherz gemacht hat. Das waren Feuer und Nolik. Hm? Es stimmt. Aber jetzt zahlen wir es ihnen heim. Wie? Also komm. Der klügste Fixie in unserer Klasse ist Ziffer. Manchmal denke ich, dass er über alles Bescheid weiß. Professor Großfix hegt viel Respekt für ihn. Ziffer ist immer mit Denken beschäftigt und mag es nicht, wenn man ihn davon ablenkt. Er hat einfach keine Zeit, um mit den anderen Jungs rumzualbern. Ziffer zieht es vor, Probleme mit seinem Gehirn zu lösen, anstatt mit Muskelkraft. Deswegen tut er sich schwer beim Sportunterricht. Weil er aber so süß ist, muss man ihm einfach helfen. Eigentlich ist Ziffer nicht immer so gut bei der Handreparatur. Aber niemand versteht Technik besser als er. Wenn etwas kaputt geht, dann kann er immer genau herausfinden, was das Problem ist und einen Weg finden, um es auf die beste Art zu lösen. Dieses Mal machen wir es noch lustiger. Aha. Oh, ihr seid wieder da, ihr Gauner. Jetzt werde ich euch zeigen, was man mit bösen Jungs macht, die kleine Mädchen ärgern. Oh, jetzt habt ihr Angst. Das geschieht euch recht, ja? Die haben wohl gedacht, dass die Puppe wirklich lebt.
Weißt du was, Ziffer? Ich dachte mir eben, dass es besser wäre, wenn sie lebendig wäre. Oh, Spule, du stellst echt Ansprüche. Die Türklingel. Nolik! Nolik! Was machst du denn da? Ich pfeife nur ein Lied. Willst du dieses Lied etwa pfeifen, bis Tom Thomas wieder da ist? Er ist doch gerade erst für eine Woche weggefahren. Und wir erwarten Gäste. Erinnerst du dich? Welche Gäste? Ich habe alle eingeladen. Die Klasse? Ja, Klasse! Schlafen die da drin etwa oder was? Erst laden sie uns ein und dann machen sie einfach nicht auf? Hm. Dann gebe ich das Geschenk halt euch. Feuer, vielleicht probierst du es jetzt nochmal. Wenn sie kommen, läuten sie an der Tür. Warum denn? Weshalb machen sie es nicht wie immer und klettern durchs Schlüsselloch? Auf keinen Fall. Heute läuft das anders, Nolik. Sie sind nämlich unsere Gäste. Ah. Die Gäste klingeln draußen und die Gastgeber lassen sie rein. Es läutet nicht. Glaubst du, die Türklingel ist kaputt? Ich sag, wir reparieren's. Bevor wir irgendwas reparieren, müssen wir wissen, was nicht in Ordnung ist. Erst reparieren wir sie und dann werden wir es wissen. Früher in den alten Zeiten haben die Leute eine Glocke mit einer Schnur über ihre Tür gehängt und Gäste haben daran gezogen, damit es klingelt. Heute sind Türklingeln elektrisch und machen verschiedene Geräusche. Einige summen, andere klingeln und einige zwitschern wie Vögel. Die Töne kommen aus einer Schachtel innerhalb des Hauses, die Glocke genannt wird. Um die Glocke zu läuten, drückt man einen Knopf, der außen angebracht ist. Der Knopf funktioniert so wie ein Lichtschalter, aber anstatt Licht zu machen, macht er Geräusche. Wer da? Hilfst du mir mal? Ich sollte darüber nachdenken. Ja. Simka! Glaubst du, deine Gäste kommen überhaupt? Simka! Tula, hallo! Die Türklingel funktioniert nicht. Sie ist wohl kaputt. Seltsam. Heute Morgen gingen sie noch. Nolik, komm mit. Erst prüfen wir die Kontakte. Ja, gut und fest. Okay, jetzt den Lautsprecher. Oh, der Lautsprecher geht. Vielleicht gibt's ein Problem mit der Elektronik. Und was, wenn wir die Drähte abtrennen und auswechseln? Was passiert dann? Gleich werden wir es wissen. Weißt du was? Wir sollten die Drähte direkt miteinander verbinden. Ist das nicht gefährlich? Wir werden sehen. Keine Sorge, noch ist nichts passiert. Feuer. Er ist die Maschine unserer Klasse. Er ist der Schnellste, der Wendigste und der Mutigste. Feuer kann nicht mal eine Minute lang stillsitzen. Er ist immer auf der Suche nach Abenteuern. Ständig brennen neue Ideen in seinem Gehirn. Und deswegen heißt er Feuer. Aber weil seine Ideen nicht immer gut sind, hat er ständig Schrammen und Beulen. Er muss immer übertreiben. Ihm ist einfach nicht zu helfen. Wenn er eine brandneue Idee hat, dann vergisst er sogar manchmal die Schule. Großfix bestraft ihn dann. Das scheint Feuer nicht weiter zu stören, weil ihm sogleich ein neuer Plan durch den Kopf geht. Um ehrlich zu sein, ist mir Feuer am liebsten von all den Jungen aus unserer Klasse. Es ist einfach nie langweilig, wenn er dabei ist. Hey, ihr da unten. Ich weiß, warum es nicht funktioniert. Na, dann sag es uns doch. Im gesamten Haus gibt's keinen Strom. Und deshalb funktioniert die Klingel nicht. Wow, 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 wow. Und jetzt? Können wir nicht wie echte Gäste zu Besuch kommen, bis der Strom wieder geht? Und wann wird sie wieder gehen? Weiß nicht. Es könnte viele Stunden dauern, Leute. Oh, der Strom ist zurück! Genug geläutet! Ey, Feuer, hör auf rumzualbern! Er albert gar nicht herum! Ich bin's nicht, klar? Wer klingelt denn dann? Keine Ahnung! Aber ich weiß es. Die Türklingel läutet, weil Feuer die Drähte miteinander verbunden hat. Stimmt, aber ich mach's gleich mal heil. Ha! Deine Gäste sind echt laut! Ja,
Gott sei Dank sind die Menschen gerade nicht zu Hause. Hallo? Hallo, liebste Gäste. Treten Sie bitte durch das Schlüsselloch herein. Also, sollen wir reingehen? Wohin? Na, ins Haus. Nee, das machen Gäste doch nicht. Was sollen wir dann tun? Echte Gäste läuten nämlich an der Tür. Okay, haltet mich fest. Jappa. Die Batterien. Oh, kleine Zitrone, warte nur. Eines Tages wirst du ein großer, hübscher Baum. Guck mal, sie redet mit einem Blumentopf. Oh, ihr seid's, Jungs. Gefällt er euch? Was denn? Mein Setzling. Seht ihr ihn? Er wird ein schöner, großer Baum werden. Und da, zwischen den grünen Blättern, werden wunderschöne, gelbe Zitronen wachsen. Klasse! Aus dem Ding? Zitronen? Oh ja! Es wird schon ein Baum draus werden. Dafür muss er lediglich Energie sammeln. Er braucht Energie? Woher denn? Von unserer Sonne! Der Sonne? Die ist doch viel zu lahm. Oh! Batterien wären viel schneller als die Sonne. Batterien? Das glaube ich eher nicht. Spule, weißt du, wie viel Energie die haben? Lass uns ein paar Batterien hier vergraben. Und du wirst sehen, wie dein Zitronenbaum in die Höhe schnellen wird. Bist du ganz sicher? Selbstverständlich. Und wo kriegen wir die Batterien her? Da drüben. Professor Eugenius hat eine ganze Schachtel voll davon. Batterien, Batterien, ja, die brauchen wir tagtäglich und zwar massenhaft. Batterien, Batterien, geben unseren elektrischen Geräten Kraft. Batterien, schon. Vor dem Wochenende werden wir die ersten Zitronen sehen. Die erste Batterie der Welt wurde in Italien vor mehr als 200 Jahren gemacht. Wenn zwei unterschiedliche Arten von Metall in salziges Wasser gelagert wurden, begann Strom aus einem Stück Metall zu dem anderen durch einen Draht zu fließen. Viele Jahre sind seitdem vergangen, aber Batterien arbeiten immer noch auf so ziemlich die gleiche Weise. Heutzutage kann man Batterien, die für Strom gebraucht werden, überall finden. Winzige Batterien werden für Armbanduhren verwendet, während die großen Batterien Autos und sogar Schiffe antreiben können. Da Millionen von neuen Batterien produziert werden, stellt sich die folgende Frage: Wie werden wir die alten los? Sie können nicht einfach weggeworfen werden, weil sie unsere Erde und Wasser vergiften würden. Der beste Weg, um Batterien zu entsorgen, ist, sie zu einer speziellen Sammelstation zu bringen, die sie an Fabriken für Recycling sendet. Ja, ja! Die Idee, Batterien zu vergraben, ist furchtbar. Dadurch können Pflanzen, die dort wachsen, sterben. Und aus genau diesem Grund legt Professor Eugenius alle gebrauchten Batterien in die Schachtel dort, damit er sie richtig entsorgen kann. Hey, wo sind sie hin? Oh, mein Setzling, was machen wir nur? Was? Wo sind die Batterien? Die sind im Blumentopf. Wieso? Damit die Zitronen schneller... Mit Batterien? Wessen Schnapsidee war das denn? Das ist tödlich. Schnell, wir müssen ihn retten. Diese Erde ist verseucht. Der Setzling braucht schnell ein neues Zuhause. Aber wo? Da drüben, da ist ein Topf mit guter Erde. Los geht's. Batterien, Batterien. Jede Form und jede Größe kann da möglich sein. Batterien, Batterien, können grün und blau und gelb und auch mal rötlich sein. Batterien.
sehen. Er wird groß und stark werden, mit Zweigen voll wunderschöner Zitronen. Und Orangen. Und Wassermelonen. Das ist ein Zitronenbaumfeuer. Musst du denn jedes Mal übertreiben? Wie mit den Batterien? Naja, trotzdem. Batterien sind cool, oder? Schaut nur, wie viele Geräte durch sie arbeiten. Richtig, Geräte brauchen sie. Seht, der Setzling erwacht wieder zum Leben. Er lebt wirklich. Spule, sag schon, ist es nicht herrlich? Herrlich. Die Taschenlampe. Wo ist das Ding? Hi, Tom Thomas. Was suchst du denn? Die Taschenlampe. Ah, hier ist sie. Wozu brauchst du sie? Kathi, ich will mit ihr reden. Ruf sie doch einfach an. Dieses Ding da ist eine Taschenlampe und kein Telefon. Nein, ihr versteht mich nicht. Kathi und ich haben uns einen Geheimcode ausgedacht. Nur einmal blinken bedeutet Hallo da. Oh, und Kathi hat auch Hallo zu dir gesagt. Und zweimal blinken, was heißt das? Kathi fragt, ob alles in Ordnung ist. Jetzt werde ich ihr sagen, alles ist okay. Oh, was ist denn jetzt los? Ich glaube, sie geht nicht richtig. Sehe ich selbst, Nullig. Aber warum nicht? Eine Taschenlampe ist nichts weiter als eine Batterie und eine Glühbirne, die durch Drähte miteinander verbunden sind, um eine Umschaltung zwischen ihnen zu erstellen. Will man eine Taschenlampe einschalten, drückt man den Knopf. Dadurch wird der Strom durch die Kabel von der Batterie zur Glühbirne geleitet und sie scheint. Und wenn sie nicht angeht, bedeutet das, dass entweder die Batterie leer, die Birne ausgebrannt oder der Schalter kaputt ist. Und jetzt setzen wir die Theorie in die Praxis um. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Versteht ihr das nicht? Wenn ich ihr kein Zeichen gebe, denkt sie, ich will nicht mit ihr reden und das wäre einfach schlimm. Jetzt flipp mal nicht gleich aus. Wir helfen dir. Aber erst brauchen wir den Mako, Bakomat. Sind gleich zurück. Bis gleich. Hör mal, Marcia. Was für ein Geräusch. Aha, das ist neu. Das war also das Geräusch. Papus, können wir dein Bakomat haben? Es geht um eine Taschenlampe. Wirklich? Eine Taschenlampe? Kennst du die Geschichte, als Großfix viele Kilometer auf einem Hund reiten musste? Es ist wahr. Seine Mission war das Reparieren einer riesigen Taschenlampe. Was war das für eine? Eine besondere Art, die Leuchtturm heißt. Ein Leuchtturm ist ein hohes Gebäude mit einem riesigen Blinklicht obendrauf, das benutzt wird, um Schiffen und Flugzeugen zu helfen. Menschen haben Leuchttürme seit der Antike verwendet. Der berühmteste von allen ist der Leuchtturm von Alexandria. Er wurde vor mehr als 2000 Jahren in Ägypten erbaut und war höher als 100 Meter. Die alten Griechen bezeichneten diesen Leuchtturm als eines der sieben Weltwunder. In antiken Zeiten machten Leute auf Leuchttürmen große Feuer. Heutzutage kommt das Licht aus starken elektrischen Glühbirnen. Viele der heutigen Leuchttürme strahlen nicht nur Licht, sondern auch Radiosignale aus. Ja, dank der Leuchttürme sehen Schiffe und Flugzeuge schon von Weitem, wo sie hinsegeln oder hinfliegen müssen und kommen so unversehrt an. Und dank dieser heroischen Tat von eurem Großfix funktionierte der große Leuchtturm. Seitdem ist kein einziges Schiff mehr abgedriftet. Wenn wir nicht nur die Taschenlampe reparieren, sondern auch heldenhaft sind. So wie Großfix? Aha. Na gut, was hältst du davon? Wir springen auf diesen irren Hund und reiten los. Hör auf damit. Hier, nimm meine Hand. Yeehaw!
Raus jetzt, sofort. Tisch! Das war vielleicht eine Heldentat. Jetzt wird es wirklich Zeit, den Leuchtturm zu reparieren. Tom, Thomas, hol den Leuchtturm. Was denn für ein Leuchtturm? Na, deine Taschenlampe. Ah, die brauche ich jetzt nicht mehr. Du brauchst sie nicht mehr? Wie willst du denn dann Kathi sagen, was sie wissen muss? Ich hab's ihr schon gesagt. Guckt mal. So war es nicht abgemacht. Genau. Soll das heißen, wir haben die Heldentat umsonst gemacht? Gut, wenn ihr eine Heldentat braucht, dann klar, macht sie heil. Hurra! Ja! Die Zahnbürste. Wenn du fertig bist, mein geheimes Wachstumselixier, werde ich meine ganz eigene Hundearmee erschaffen und dann regiere ich die... Wow, das ist super. Besser als eine Fernsehshow. Oh ja, es ist lustig, aber es wird nicht gut enden. Tom Thomas, mach dich Bett fertig. Na gut, Papa. Aber erst mein geheimes Rezept. Erstmal ein wenig von Carboniterus. Und jetzt ein wenig Brot und Butterus. Und zuletzt... Bart von der Maus. Kaubacke. Hab keine Angst. Trink, mein Baby. Dann wirst du 10-mal so riesig. Was? Es mundet dir nicht? Ah, klar. Ich hab vergessen, umzurühren. Dieser Hyperschallmixer wird uns helfen. Tom Thomas, du solltest nicht benutzen, was dir nicht gehört. Das ist die Zahnbürste von deinem Vater. Ah! Hör bloß auf! Jetzt spinnst du aber! Hey, Seifenblasen! Ah, boom! Boom, boom! Oh-oh. Du sagst es. Oh-oh. Du bist zwar ein großer Junge, aber dein Hirn ist kleiner als Nolix. Oh, vielen Dank. Leg die Zahnbürste zurück an ihren Platz. Sie soll unberührt aussehen. Nee, das macht man doch nicht. Tom Thomas, was ist los? Fast fertig, Papa. Simka, Nolik, bitte. Ich brauche eure Hilfe. Keine Panik. Erst müssen wir herausfinden, was da drin kaputt gegangen ist. Eine elektronische Zahnbürste besteht aus 3 einfachen Teilen. Der Batterie, dem Motor und dem schlauen Mechanismus, der den Motor mit den Borsten verbindet. Das ganze Geheimnis der Zahnbürste liegt in diesem Mechanismus. Er nutzt die Rotation des Motors, um die Borsten schnell vor und zurück, nach links und nach rechts und von rechts nach links zu bewegen. Und so werden die Zähne geputzt. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir machen Folgendes. Erst den Motor rausnehmen, anschließend die Gänge und dann den Mechanismus. Wie lange brauchen wir dafür? 1 bis 2 Stunden. Was? Nein! Jetzt pass gut auf, Tom Thomas. Du musst jetzt erstmal das Batteriefach öffnen. Und du wartest genau hier. Die sind eure Zähne. Naja, es sind nicht eure Zähne. Aber ihr wisst, was ich meine. Heutzutage benutzen wir eine Zahnbürste, um unsere Zähne zu säubern. Das war aber nicht immer so. Die alten Ägypter benutzten gekaute Zweige, um ihre Zähne damit abzuschaben. Während die alten Griechen ihre Zähne mit einem Tuch abrieben. Und die Wikinger, naja, wer weiß, was die gemacht haben. Und dann vor nur ungefähr 200 Jahren hatte ein Engländer namens William Addis eine bessere Idee. Er bohrte Löcher in einen Fleischknochen hinein, steckte einige Borsten rein und so entstand die Zahnbürste. Und ich als Fixi, oder besser gesagt als Meisterreparateur, sage euch Folgendes. Ihr müsst eure Zähne oft putzen, vor allem nach dem Essen, sonst werdet ihr oft zum Zahnarzt gehen müssen. Und? Stimmt etwas mit dem Mechanismus nicht? Nein, nein, ist alles okay. Ist der Motor ausgebrannt? Nein. Was stimmt denn damit nicht? Du wirst es nicht glauben. Die Batterie ist alle. Das ist alles? Ich habe eine Idee. Ich tue neue rein. Psst.
Dein Vater hat sie gerade eingeschaltet. Scheint alles okay zu sein. Sie funktioniert. Puh, Glück gehabt. Wunderbar. Dein Vater wird nie erfahren, welchen Schlabber du da reingemischt hast. Schlabber? Was fällt dir ein, Nulling? Wie kannst du es wagen, mein Elixier so zu nennen? Tom Thomas, irgendwie ist meine Zahnbürste voller Seife. Wie erklärst du dir das? Eieiei. Hm, erwischt, hm? Und was sagst du jetzt? Die Mikrowelle. Okay, Kinder. Im heutigen Unterricht werden wir uns mit dem Mikrowellenofen befassen. Es ist ein besonderes Gerät, welches Menschen nutzen, um verschiedene Arten von Nahrung aufzuwärmen. Oh, toll. Könnte es passieren, dass auch wir hier aufgewärmt werden? Auch das werdet ihr natürlich lernen, wenn ihr gut aufpasst. Wow. Kapiert? Und jetzt hör gut zu. Ich höre zu. Ich höre ja zu. Natürlich gehen junge Fixies in die Schule, genau wie Menschenkinder. Allerdings bringen ihnen ihre Eltern auch wichtige Dinge bei. Fixie-Eltern nehmen ihre Kinder auf Ausflüge in verschiedene Geräte mit und bringen ihnen bei, wie man sich richtig um sie kümmert. Fixie-Väter ziehen es vor, ihren Kindern Computer, Spielsysteme oder Fernsehgeräte zu zeigen, während Fixie-Mütter hingegen mehr Wissen über verschiedene Küchengeräte vermitteln. Hin und wieder taucht ein neues Gerät im Haus auf. Etwas, mit dem sich die Fixies vorher noch nie mit auseinandergesetzt haben. Um zu lernen, wie es funktioniert, tut sich die ganze Familie dann zusammen und studiert die Bedienungsanleitung, die die Menschen zwar drucken, sich aber meistens nicht die Zeit nehmen, um sie zu lesen. Nun wird Zeit, sich das Magnetron anzuschauen. Das Teil, welches Mikrowellen ausströmt. Ah, das heißt, das Essen absorbiert die Mikrowellen und so wird es warm. Richtig. Nun blickt mal vorsichtig nach links. Hurra! Freiheit! Oh, Tom Thomas! Was sagst du? Willst du Trickfilme sehen? Ich kann nicht. Ich muss Hausaufgaben machen. Dann mach dich schnell fertig. Immer wenn ich anfange, Hausaufgaben zu machen, werde ich aus irgendeinem Grund hungrig. Dann iss einfach schneller. Nee. Je schneller ich esse, desto früher muss ich anfangen, Hausaufgaben zu machen. Hm, es ist schon kalt geworden. Es muss aufgewärmt werden. Eine Minute genügt. Dies sind nicht nur gewöhnliche Drähte, dies sind... Oh! Oh! Marcia, was ist denn los? Es scheint mir eine Überladung zu sein. Die Mikrowelle könnte ausbrennen. Dann lass uns schnell hier rauslaufen. Was meinst du mit laufen? Wir müssen die Mikrowelle retten. Oh, was ist mit der Mikrowelle? Ist sie jetzt kaputt gegangen? Wen kümmert das schon? Die Hauptsache ist, dass Simka und Marcia noch heil sind. Guck, da ist niemand. Natürlich nicht. Wir waren hinter der Wand. Du glaubst nicht, was da drin los war. Na, jetzt ist alles klar. Tom Thomas, warum hast du die Gabel in die Mikrowelle getan? Warum nicht? Meinst du, ich darf das nicht? Merke dir, tu auf gar keinen Fall Metallgegenstände in eine Mikrowelle. Durch Gabel, Löffel oder Messer kann die Mikrowelle verbrennen. Und dann kann nicht einmal ein Fixie sie reparieren.
Sogar ein dünner Metallstreifen auf einem Teller kann Probleme bereiten. Man sollte auch kein verpacktes Essen oder Flaschen in einer Mikrowelle aufwärmen. Und eine letzte Sache. Lasst euch bloß nicht einfallen, Eier in ihren Schalen da drin zu kochen. Die würden einfach explodieren. Entschuldigung, das wusste ich alles nicht. Nolik, warum hast du nicht mitgedacht? Wieso hast du Tom Thomas nicht gewarnt? Naja, ich... Weil du geschwänzt hast. Und es auch nicht weißt. Nolik, wo gehst du hin? Ich rede mit dir. Wohin wohl? Ich werde alles über Mikrowellen lernen. Und ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Aber erst willst du doch was essen, oder nicht? Nein, ich werde doch nichts essen. Erstmal gehe ich für eine halbe Stunde Computer spielen. Die Schrauben. Huhu, Tom Thomas, woran denkst du gerade? Hä? Ich muss einen Aufsatz schreiben. Mein bester Freund. Und ich weiß nicht, über wen ich schreiben soll. Was meinst du über wen? Bin ich nicht dein bester Freund? Natürlich. Wie konnte ich vergessen, von dir zu schreiben? Und das kannst du vergessen. Das ist doch unser Geheimnis. Du hast doch versprochen, nichts über uns zu erzählen. Klar, ich erinnere mich. Was ist heute mit Kaubacke los? Kaubacke, was zum Kuckuck hast du denn gegen diese Schrauben? Was ist los mit dir? Lass sie in Ruhe. Hör jetzt auf damit. Sonst geht mein Flugzeug kaputt. Schnell hier weg! Au! Was ist hier los? Was ist hier los? Hey, verwandelt euch wieder zurück. Sonst lasse ich euch nicht gehen. Oh, bitte. Habt keine Angst. Ich werde euch beiden doch nichts tun. Ich werde euch nur eine Frage stellen. Und dann lasse ich euch frei. Nolik, tu's nicht. Mach dir keine Sorgen. Was glotzt du so? Stell deine Frage. Wahnsinn, ihr könnt sprechen. Wer seid ihr denn? Fixies, das war's, wir haben geantwortet. Jetzt lass uns raus. Wartet, aber was heißt das, ihr seid Fixies? Na, das wäre ja wohl schon Frage Nummer 2. Du hast versprochen, uns freizulassen, oder? Tut mir leid. Ihr könnt jetzt gehen. Simka, es ist okay. Seine Augen sagen mir, dass wir ihm vertrauen können. Na gut, wir sagen's ihm. Und du musst schwören, dass du es niemandem erzählst. Ich schwöre es. Fixies, wir sind die kleinen Leute, die in Maschinen und Geräten wohnen und sich um sie kümmern. Wir reparieren sie, säubern sie und ölen sie. Menschen wissen nichts von uns. Sie glauben, dass wenn ein Gerät nicht mehr geht und dann plötzlich wieder funktioniert, es ganz von allein geschehen ist. In Wahrheit passiert nichts von allein. Es geschieht, weil wir Fixies drinnen leben. Ja, ohne uns Fixies hätten die Menschen so viel mehr Probleme mit ihren Maschinen. Fantastisch. Sagt mal, wie heißt ihr denn? Das wäre dann schon Frage Nummer 3. Mein Name ist Nolik und sie heißt Simka. Und mein Name ist Tom Thomas. Werdet ihr wiederkommen? Oh Mann. Ich war so nah dran, der einzige Junge der Welt zu sein, der mit den Fixies befreundet wäre. Und ich dachte schon, ihr würdet nie wiederkommen. Eigentlich hatten wir das auch nicht vor. Aber dann wollten wir die einzigen Fixies auf der Welt sein, die mit dem einzigen Jungen befreundet sind, der ein Freund der Fixies ist. Und der niemandem von uns erzählt hat. Die Fixies tun ihr Allerbestes, um sich vor Menschen zu verstecken.
Sie haben Angst davor, dass, wenn Menschen Fixies entdecken würden, man sie jagen und wie Haustiere in Käfige einsperren würde. Und noch schlimmer wäre es, wenn man sie in wissenschaftliche Laboratorien bringen würde und anfangen würde, sie zu untersuchen. Und zwar unter Mikroskopen oder um wissenschaftliche Experimente an ihnen durchzuführen. Angenommen, die Menschen dächten, dass wir all ihre Arbeit für sie erledigen würden und somit entschieden hätten, dass sie sich nicht mehr um ihre Geräte kümmern müssen. Nun denn, lasst mich euch eines sagen. Falls sich Menschen dafür entscheiden sollten, ihre eigenen Geräte zu vernachlässigen, dann könnten nicht einmal die Fixies etwas tun, um die Geräte vor Kaputtgehen zu retten. Deswegen ist es sehr weise von den Fixies, sich vor den Menschen zu verstecken. Na gut, dann schreibe ich über jemand anderen. Ich habe den allerbesten Freund auf der Welt. Punkt. Wenn etwas kaputt geht, macht er es heil. Und sein Name lautet No. Sein Name lautet Nolan. Das Ersatzteil. Hä? Was ist los? Eben ging es noch. Tom Thomas? Simka, Nolik. Hey, ich habe ein Problem. Keine Zeit. Sind beschäftigt. Beschäftigt? Womit denn? Heute sind wir hier verantwortlich. Dürfen sogar einen Paco-Mat benutzen. Papus und Marcia sind Fixie-Freunde besuchen gegangen. Papus hat damals mit ihnen am Raumfahrtzentrum gearbeitet. Seit seiner Kindheit hat er immer davon geträumt, ins All zu fliegen. Fixies werden schließlich auch auf Raketen gebraucht. Er bekam sogar Arbeit am Trainingszentrum für Astronauten. Dort war Papus für die Zentrifuge verantwortlich. Er sorgte dafür, dass sie perfekt arbeitete. Sie ist eine Art sehr schnelles Karussell, um Astronauten zu trainieren. Auch Papus hat in ihr trainiert. Und glücklicherweise hatte er ausgerechnet an dem Tag, als die Rakete ins All gestartet war, einen freien Tag. Und kam zu spät. Die Rakete flog ohne ihn ins Weltall. Und seitdem hasst Papus einfach seine freien Tage. Aber er hat nie aufgehört, davon zu träumen, etwas zu reparieren, das eine Ähnlichkeit mit der Zentrifuge hat. Wie zum Beispiel eine Waschmaschine. Doch dank eines unglücklichen Zustandes geht die Waschmaschine einfach nie kaputt. Bedeutet das, dass ihr alles repariert? Aha. Na dann ist es euer Glückstag, denn mein Auto ist kaputt. Hurra, wir haben Arbeit. Nolik, los geht's. Also, was ist hier kaputt? Sekunde. Ha, dieses Teil ist ausgebrannt. Aber das ist ja voller Ruß. Ich frage mich, wo es dasselbe Teil gibt, aber sauber. Ein sauberes? Nolik, genial! In der Spülmaschine gibt's genau dasselbe Teil. Das können wir nehmen. Komm mit! Hast du eine Ahnung, wie alle diese Teile miteinander verbunden sind? Mit dem Ding da unter dir. Dieses Teil wird übrigens Leiterplatte genannt. Leiterplatten werden so hergestellt. Erst wird die Platte mit einer dünnen Metallschicht überzogen. Dann werden Pfade auf der Platte markiert, durch welche der Strom fließen soll. Danach wird all das überschüssige Metall mit einer speziellen chemischen Lösung abgewaschen und die frei gewordenen Metallpfade funktionieren dann wie Drähte. Diese Drähte verbinden die Teile auf der Platte miteinander. Und alles, was dann nur noch getan werden muss, ist, die Teile mit den jeweiligen Pfaden zu verlöten. Zieh dran! Ja, es funktioniert. Tom Thomas, ich mach die Spülmaschine an. Liegt in deinem Zimmer noch schmutziges Geschirr? Nein. Halt an. Warum denn? Halte deine Mutter auf. Wir haben doch das Teil aus der Spülmaschine ausgebaut. Mama, warte. Nicht anmachen. Ich hab noch einen schmutzigen Becher. Nolik, los, mir nach. Im Fernseher gibt's dasselbe Teil. Ha!
jetzt zurück zur Spülmaschine. Gerade noch geschafft. Wir haben das Teil von dem Fernseher aus dem Wohnzimmer genommen. Nicht der Fernseher. Oh, die Lieblingssendung von Mama fängt gleich an. Und wo habt ihr das Teil her? Na, aus dem Computer deines Vaters. Hallo alle zusammen, bin zu Hause. Hi Schatz, Abendessen ist gleich fertig. Ich komm gleich, ich muss nur noch was am Computer arbeiten. Simka, schnell! Wo sonst gibt es so ein Teil? Halt, ihr seid genug gerannt. Hier, baut's wieder aus dem Auto aus. Rein und der Computer funktioniert. Oh, das war wirklich dusselig. Merkt euch, meine kleinen Experten, repariert niemals ein Gerät auf Kosten eines anderen. Jetzt habe ich's verstanden. Ich verstehe es auch. Ihr hättet doch das Teil aus dem alten Radio in der Rumpelkammer nehmen können. Papus, aber du weißt doch, dass das Radio dann nicht gehen würde. Das Ding ist doch schon seit Jahren kaputt. Marcia und ich haben da schon die Hälfte der Teile ausgebaut. Das Thermometer. Wie seltsam, dass das neue Thermometer nicht funktioniert. Tom Thomas, bleib im Bett. Ich werde nach dem alten Quecksilberthermometer suchen. Hey, bist du etwa krank? So könnte man es auch sagen. Ich weiß nicht, wie ich den Mathe-Test heute bestehen soll. Hast nicht gelernt und deshalb willst du nicht in die Schule. Naja, ja. Aber wenn du dich jetzt krank stellst, dann belügst du deine Mama. Nein, das stimmt nicht. Ich tue nur ein bisschen so, als ob. Ach, meinst du? Das Thermometer kannst du nicht austricksen. Simka, was ist ein Quecksilberthermometer? Quecksilber ist ein flüssiges Metall. Seine Farbe ist Silber. In modernen Thermometern ist kein Quecksilber drin. Heute sind sie elektronisch. Alte Thermometer bestehen aus einer Glasröhre mit Markierungen und ein bisschen Quecksilber darin. Wenn das Ende der Röhre sich erwärmt, dann weitet sich das Quecksilber aus und steigt in der Röhre hoch. Auf diese Weise messen die alten Thermometer die Temperatur. Je länger der Quecksilberfaden ist, desto höher ist die Temperatur der Person. Das heißt, dass ich das Ende des Thermometers aufwärmen muss. Tom Thomas, du bist ein Genie. Aber wie willst du es aufwärmen? Endlich, ich hab's schon. Wollen mal sehen. Mama, darf ich was essen? Warte mal, Liebling, ich mach dir was. Das ist so heiß. Jetzt werde ich bestimmt ein hohes Fieber bekommen. Hey, was macht ihr hier drin? Und was steht auf der Anzeige? Also hier steht 42 drauf. Oh nein, mit so einer Temperatur bringen sie dich sofort ins Krankenhaus. Das willst du doch nicht, oder? Du solltest das Thermometer lieber schütteln. Ja, das werde ich tun. Dadurch wird sich die Temperatur senken. Also, so viel dazu. Man sollte eben nicht schummeln. Tom Thomas, siehst du das? Nolik, fass das Quecksilber nicht an. Es ist giftig. Sofort aufhören. Und du, Tom Thomas, du fass das Quecksilber auch nicht an. Es ist gefährlich. Wie können wir es dann aufwischen? Ruf deine Mutter. Sie kann dir helfen. Ich kann nicht. Wie soll das gehen? Dann weiß sie, dass ich sie austricksen wollte. Vielleicht ist es besser, die Wahrheit zu sagen. Ich kann nicht. Ich kann das nicht tun. Wie du meinst, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Nolik, ruf Papus und Marcia. Ich hol sie. Und du gehst in dein Zimmer und wartest. Quecksilber ist jetzt weg. Nicht ganz. Dieses Quecksilber muss noch neutralisiert werden. In jedermanns Zuhause gibt's allerlei Chemikalien.
Man benutzt sie zum Säubern von Geschirr, Kleidern, Bad und gegen Ungeziefer. Alle diese Substanzen können für die menschliche Gesundheit sehr schädlich sein, was einige Leute jedoch nicht zu verstehen scheinen. Sie verwenden gefährliche Sprays oder giftige Lösungen und vergessen dann, dass sie ihre Hände waschen müssen. Und dann essen sie etwas oder sie reiben sich die Augen mit ihren Händen. Das kann ernsthafte Schäden für ihr Sehvermögen oder den Magen verursachen. Und nehmt nie etwas in den Mund, das wie Medizin aussieht, es sei denn, eure Eltern oder ein Arzt haben es euch gegeben. Und falls ihr etwas auf dem Boden findet, das wie ein Bonbon oder ähnliches aussieht, dürft ihr es nie in euren Mund stecken. Damit könnt ihr euch vergiften. Ah, Menschen. Würden sie sich doch an diese einfachen Regeln halten, dann lebten sie viel sicherer. Und was machen wir mit dem zerbrochenen Glas? Das ist kein Job für Fixies. Tom Thomas, das Quecksilber ist beseitigt. Und das Glas auch? Nein, die Glassplitter nicht. Macht ihr's? Papus sagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Er meint, dass du deine Eltern um Hilfe bitten solltest. Das liegt nun in deiner Verantwortung. Hier hast du was zu essen. Was hast du denn, hm? Mama, ich habe das Thermometer zerbrochen. Zerbrochen? Hast du dich geschnitten? Nein. Das Quecksilber, hast du es berührt? Habe ich nicht. Zimka, glaubst du, er will die Wahrheit sagen? Und wo hast du es zerbrochen? Im Badezimmer. Was wolltest du denn da? Ich wollte dich austricksen. Ich habe einen Test. Und ich habe nicht gelernt. Aber ich tue es bestimmt nie wieder, hm? Das Kombinationsschloss. Ah, er kommt! Nolik, bist du da? Komm schon raus. Ich finde dich sowieso. Nolik, bist du das? Das geht nicht. Los, nochmal. Komm schon. Du hast mich gesehen. Hab keine Lust. Ich soll Verstecken spielen, obwohl ich ein nagelneues Spiel hab? Wo ist es? Ich kann es nirgendwo im Zimmer sehen. Hab's mit in die Schule genommen. Wieso denn das? Um anzugeben. Wow, cooles Spiel. Tom Thomas! Lässt du mich auch spielen? Weil ich noch nicht fertig gespielt habe. Das nächste Mal tue ich dir bestimmt keinen Gefallen. Moment. War es eine 3 oder eine 4? Könnte auch eine 5 sein. Hab's vergessen. Worum geht's? Hab die Kombination vergessen. Und jetzt kann ich nicht mal meine Hausaufgaben machen. Meine ganzen Bücher sind ja in der Tasche. Ich werde für dich jedenfalls nicht reinklettern. Schlag sie aus dem Kopf. Tom Thomas, warum hast du schlechte Laune? Der Code für das Schloss. Ich weiß ihn nicht mehr. Keine Sorge. Ha, den knacken wir. Ich weiß alles über Sperrcodes. Ein Sperrcode wird aus rotierenden Scheiben gebaut, die nummeriert sind. In der Mitte jeder Scheibe ist ein Loch mit einer Kerbe. Wenn alle Scheiben mit den Kerben in eine gerade Reihe gedreht werden, dann kann der Sperrstift des Schlosses herausgeschoben werden. Und um die Kerben in eine Reihe zu bekommen, muss man die Scheiben auf die Nummer des Codes stellen und das Schloss öffnet sich. So einfach ist das. Ich glaube, wir müssen ins Schloss reingucken. Ah, verstehe. Nolik, wo bist du? Es gibt Arbeit für uns. Ich werde es nicht tun. Gierigen Menschen will ich einfach nicht helfen. Nolik, kannst du mir nicht helfen? Ich werde doch nicht mehr so gierig sein. Na gut, überredet. Aber wenn wir fertig sind, lässt du mich mit dem Spiel spielen. Oh ja. Puh, es ist so eng hier drinnen. Halte durch. Wir drehen die Scheiben eine nach der anderen und du rufst Stopp, wenn sie in einer Reihe sind. Stopp! Dreht jetzt